Moin, Freunde und herzlich willkommen zurück zum erjagten Thomas vom Thron runter Livestream. Wie geht's euch, Freunde? Moin, moin. Grüße gehen raus. Die hol ich mal auf. Alles gut. Hallo. Guten Abend, Freunde. So. Jetzt muss ich erstmal kurz wieder reinkommen. Oldstream Farm. Nee, falscher Controller. Jetzt wollte ich gerade ernsthaft meinen PC-Controller in die Hand nehmen. Mann, ist das eine Katastrophe, wenn du wirklich hier zwei Controller rumliegen hast. Ich habe ja einen Controller für PC und einen Controller für die PlayStation 4 hier rumfliegen. Und dementsprechend kommt man da mal manchmal ein bisschen durcheinander, meine lieben Freunde. Natürlich freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream des Landwirtschaftssimulators. Noch immer der 2019er, aber irgendwann bald zu langsam kann man sagen, der 2022er steht ja quasi schon in den Startlöchern. Lange kann es tatsächlich nicht mehr hin sein, dass es dann auf dieser Version weitergeht. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, meine Freunde. Moin, ich muss noch kurz mein Headset aufziehen und dann können wir tatsächlich loslegen. So, Moment, was ist denn? Hey, geht hier meine Tastatur schon aus? So, einen wunderschönen guten Abend, Leute. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an jeden Einzelnen, der hier wieder mitfiebert. Wir sind heute im JCB. Okay, man kann sich ja gar nicht umsehen. Alter, warum ist der Sitz? Das ist auch gut, ne? Man will sich umsehen, aber irgendwie ist die Sitzschale im Weg. Heieieiei. Nee, ich fahre jetzt mal damit rüber zur BGA. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht hier. So, Moment. Ein Gruß geht raus natürlich an den gesamten Chat. Moin, moin, Freunde. Was geht? Herzlich willkommen. Es ist Dienstagabend. Wir spielen heute wieder die Oldstream Farm auf der PlayStation 4. Und starten mit über 200 Abos in den Livestream rein. Ja, tatsächlich. Wir haben gestern über den Tag verteilt die 200 geknackt. Na, jetzt sind wir mittlerweile schon wieder bei 214. Vielen Dank an all die, die hier abonniert haben während des Off-Streams, kann man ja wirklich sagen. Sehr, sehr geil von euch, Leute. So, ein Gruß geht raus an Markus, Renate, Maurice, Bole, willkommen, Landwirt, Zockerfahrer, Katrin, Julian, Jonas, Zockerboss, moin, hallo, Simon, Mike, Kai, Renate, Iveco, Julian, Michael, moin, sind hallo, Katharina, John, Dierfahrer, mir geht's gut, wie geht's dir, moin, Piggy, Carmen, Andrea, Christoph, moin, sind. Ist das normal, dass mein Headset ein Jahr alt ist, nicht mehr geht? Naja, Landwirt, Zockerfahrer, das kommt drauf an, wie du es behandelt hast. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob auf Headsets auch 2 Jahre Garantie laufen, aber normalerweise Elektrogeräte sind Minimum eigentlich 2 Jahre Garantie. Wie es jetzt natürlich bei deinem Headset aussieht, das weiß ich leider nicht. Das müsstest du eigentlich mal gegenchecken, ne? Hallo Puma, moin, Jonas, grüß dich. Ich muss ein Headset aufziehen hier. Also komplett ohne Sound zu spielen ist irgendwie total komisch. Hallo Martin, moinsen, Larix, moinsen, willkommen Livestream, schön, dass du da bist. Tibo, das schauen wir mal. Ich habe jetzt nicht genau geplant. Mir geht's auch gut, Carmen. Dankeschön. Renate, Mods findest du, wenn du dem Server beitreten möchtest. Ausrufezeichen mitspielen. Ich habe es euch aber auch kurz mal in den Chat reingepostet. Da könnt ihr euch in aller Ruhe den LS22, Entschuldigung, die Mods für den LS19 Livestream herunterladen. Hallo Dominik, moin, moin, grüß dich. Aber Bole, wer hat das denn noch nicht getan? Also, wenn euch immer noch die Frage offen steht, ja, soll ich jetzt LS22 vorbestellen, ja oder nein, dann checkt gerne mal die Videobeschreibung ab. Da gibt es einen Link zu allen News zum LS22. Das sind über 30 Videos, die ich mittlerweile zur Verfügung gestellt habe, die ihr euch wirklich mal in Ruhe anschauen könnt, um euch halt Infos über den LS22 zu holen. Und meine Meinung ist immer, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Hallo René und Jason, moin, herzlich willkommen. Galaxy Game, moin, wann ist der nächste PC-Stream, wenn ich fragen darf? Das weiß ich nicht, Galaxy Game, dann wenn er kommt. Vielleicht am Donnerstag, vielleicht zum Wochenende, schauen wir mal. Hallo Timmy, moin, grüß dich, schön, dass du da bist. Soll ich jetzt sagen, man bemerkt, dass es wieder PS4-Livestream ist? Gerade mal 100 Leute, die mit dabei sind. Leute, was geht, wo sind sie wieder alle hier? Jalog, moin, moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Die sind bestimmt alle FIFA gucken, ne? Der zockende Junkie. Moin, das ist die Oldstream Farm. Schön, dass du da bist. Outdoor Manuel. Moin, moin. Und grüße ihn raus. Schön, dass du mit dabei bist. Julian, sehr cool. Haum Dautscher. Servus. Moin, moin. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu BGA. Ja, ich hatte heute auch ein bisschen. Heute war es eher ein bisschen stressig. Vor, ja, gut einer Dreiviertelstunde erst nach Hause gekommen.
hier und da noch ein bisschen was machen müssen und es dann erst tatsächlich geschafft, überhaupt hier ja, in den Livestream reinzugehen, beziehungsweise überhaupt live zu gehen. Und ja, dementsprechend haben wir hier natürlich hier so ein bisschen was zu tun, ne? Noch 40 Tage bis LS22. Oh, Carmen ist schon am Zellen hier. Agra19, moin. Ich sitze gerade vorm PC. Esse Spekulatius, spiele LS19. Auch gut. Ist schon wieder Weihnachten, ne? Agra19, moinsen. Hallo Jürgen, Oldscreen Farm. Wann ist immer PS4-Livestream? Janlock, es gibt keinen Streamplan. Also das müsst ihr euch abgewöhnen, Leute. Bei mir, ne, YouTube ist und bleibt für mich das Hobby. Und bei mir gibt es in dem Zuge keinen festen Streamplan, der mir sagt, dann bin ich da live, dann bin ich da live, dann spiele ich hier PC und dann spiele ich da PlayStation 4 und sowas. Das gibt es bei mir nicht, Leute. Bei mir ist es wirklich so, wie ich Zeit und Lust habe, gibt es ja, diverse LS19 und bald auch die LS22 Livestreams. Dankeschön, Reh. Moin, moin. Grüß dich. Hi, Stefan. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Es ist immer wieder ein Fest am Streamerabend. Ein Fest sogar schon. Okay. Moin, moin. Hallo, Mathis. Moin, Sen. Grüß dich. Jetzt wundert euch nicht, warum ich in der Nacht spiele. Nee, ich wollte nur kurz einen Tag vorspulen. Dementsprechend bin ich jetzt auf dem Weg zum Hof. Werde kurz die Nacht überspringen. Und dann schauen wir mal, dass wir ans Man, Schwadern und Abfahren drankommen. Und dann schauen wir uns tatsächlich mal weiter. Leute, Dankeschön. Schon mal 100 Daumen. Ihr denkt dran, Däumel nach oben, unterstützt den Livestream in dem Zuge, dass ihr einfach ein bestes Ranking für diesen Livestream zur Verfügung stellt, ne? Hallo Luca, moin, grüß dich, schön, dass du da bist, willkommen Livestream. Gut, arbeiten zusammen, wie geht's dir so? Guten Abend Sabine, mir geht es gut, ich hoffe, dir geht's auch gut. Hab Erkältung und bin krankgeschrieben. Michael, gute Besserung wünsche ich dir. Ich glaube, mein Chef kann Gedanken lesen. Der hat mir heute gesagt, dass er mir meinen Resturlaub bis Ende des Jahres geben will, wäre nach meiner Rechnung ab dem 19. oder 22.11. Urlaub. Ey, bis zum Ende des Jahres hast du noch 6 Wochen Resturlaub? Sehr cool, Julian. Transporter Jonas. Moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie muss ich das denn jetzt verstehen hier? Ab dem 19.11. Urlaub? Ja, das wäre ja geil, Thomas. Das wäre ja genau pünktlich zum LS22. Huh. Auch geil. Auch geil. Manuel, mir geht's gut. Dankeschön. Ich hoffe natürlich, dass es dir auch gut geht. Das ist natürlich auch meine altbekannte Frage. Bald altbekannte Frage. Okay, Thomas, das ist schon sehr geil. Bin ich der Einzige, der jetzt schon Spekulatius am Essen ist? Ich glaube nicht, aber ich selber habe es noch nicht gekauft. Nee. Normal bin ich eigentlich immer einer, der ganz schnell, sobald sowas im Regal steht, direkt kaufen, aber bisher noch nicht. Ne? Beate Born, moin. Mir geht's gut, wie geht's dir? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo. Um Dautscher, noch einmal guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo, Nick, grüß dich. So, Schafe ist schon wieder kein Platz für die Wolle. Dann müssen wir da jetzt einmal kurz ein bisschen Platz machen, bevor wir jetzt die Nacht hier vorspulen. Und ja, dann komme ich mal so ein bisschen zum LS22 rüber. Und ja, meinen Plänen, die ich hier so ein bisschen hege und pflege, die ich tatsächlich ja auch versuche irgendwie umzusetzen. Ich mache mal kurz hier erstmal Platz. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal dann so ein bisschen darauf, ja, gefasst machen, was ist denn da so zu schauen geben wird, ne? Also jetzt nicht nur den LS22 allgemein, sondern auch, ja, was den Kanal tatsächlich hier betrifft, was ich, ja, so ein bisschen am Planen bin, am Organisieren bin und versuche irgendwie auch umzusetzen. Deswegen schauen wir da mal. Leute, wenn ihr Bock habt, ne, gerne den kostenfreien Abo-Button drücken. Ich würde mich über jedes Abo von euch freuen. Ne? Es ist nach wie vor für euch kostenfrei. Wir sind hier nicht auf anderen Plattformen, wo dieses Abonnieren, na, es gibt ja dieses Abonnieren und Folgen. Folgen ist kostenlos. Abonnieren wäre da ein Kostenpunkt. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Hier ist erst ab der Mitgliedschaft der Kostenpunkt gesetzt. Deswegen, Leute, vielen, vielen Dank an all die, ja, ist egal jetzt, die einen hier raushauen. Leute, Dankeschön. So. Ich muss jetzt kurz erstmal hier wieder reinkommen. Deswegen jetzt erstmal die Nacht vorspulen. Okay, Puma, mach's gut, dankeschön. So, bisher habe ich nur einen Mitspieler auf dem Server. Das ist schon sehr enttäuschend. Hallo Martin, grüß dich. Lewe, moin. Herzlich willkommen. Beate, dankeschön für dein Abo. So, ja geil, es regnet aber immer noch. Okay, bei Regen kann man trotzdem Gras mähen, aber Regen ist trotzdem ein großer Nachteil. Ich muss mal an den letzten Livestream denken, Leute. Der war ja auch verdammt geil, ne? Wir sind zwei Home-Doucher. Ach, du willst dich doch verkackeiern. Echt jetzt?
tatsächlich. Haumdautscher und Haumdautscher 07. Okay, guten Tag. Kennt ihr euch? Oder ist das jetzt wirklich reiner Zufall, dass hier zwei Haumdautschers hängen? Weil sowas ist doch wirklich... Also das wäre doch verdammter Zufall. Weil Haumdautscher ist ja jetzt nicht... Ich denke mal, das ist ja kein realer Name. Das hat ja irgendwie... Ich weiß nicht, mit irgendwas anderem zu tun. Kiss my Scarf, aber natürlich, schön, dass du auch wieder da bist. Herzlich willkommen. So. Milena, moin. Ja, wohnen im selben Dorf. Ach, als ob jetzt. Echt jetzt? Und wer hat wen von mir erzählt? Also, wer von euch beiden hat meinen Kanal weiterempfohlen? Hallo Milena, Adrian, moin. Ich habe heute mit einem Freund im LS19 2 Millionen Liter. Das ist auch krass. Okay, das ist krass. Kann ich mitspielen? Zu viele Mods sind auf der PS4 voll. Zocke jetzt GTA 5. Alles klar, Nick, macht das viel Spaß. Elias, moin. Hallo Adrian, herzlich willkommen. Gar kein Problem. Ich hab dich empfohlen. Haumdautscher 07 hat mich an Haumdautscher empfohlen. Ja, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Also Support ist natürlich kein Mord, Leute. Kostet euch genauso wenig. Kostet euch genauso wenig, nämlich nichts. John Deere-Fan, moin. Den LS22 kaufe ich mir nicht mehr. Okay, Timmy, klar, jeder hat seine freie Meinung, die hier frei äußern darf. Wenn man natürlich das Interesse irgendwie daran verliert, weil irgendwas nicht so ist, wie man sich das erhofft hat oder so, ja, dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man sich denn diesen Teil dann auch noch kauft. Natürlich. Das ist genau das gleiche wie das Thema mit der, mit dem Seasons, ne, mit den Jahreszeiten, die man nur ausstellen kann, aber nicht visuell. Da sagt auch der ein oder andere, das ist ein Grund für mich, nicht zu kaufen. Hi Steffen, moin, Lechi, herzlich willkommen im Livestream. Lieblingsadrin habe ich nicht. Ist das normal, dass ein Headset von Logitech ein Jahr alt nicht mehr geht? Kabellos. Wie gesagt, du musst mal gucken, ob du da Garantie drauf hast. Wenn du noch den Kassenbon hast, dann kannst du das natürlich reklamieren. Normal ist das grundsätzlich nicht, aber wenn du das natürlich immer irgendwie in die Ecke gefeuert hast oder so, dann kann das schon mal passieren, ne? Bola, alles bestens. Wie geht's dir? Simmatic, moin. Hallo, Zockerwolf. Max. Nee, Wok. Max. Sorry. Max, herzlich willkommen. André, moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Und Simmatic. Dankeschön für deine Kanalmitgliedschaft. Nice. Sehr cool. Im Praktikantenrang. Danke, danke. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Hi, Sebastian. Moin. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe mit meinem Freund 4 Stunden gehäckselt. In 4 Stunden 2 Millionen, das ist schon eine gute Leistung für zu zweit, wenn ihr dann zu zweit wart, auf jeden Fall. Für 2 Leute, ach du Heilige, was ist denn hier passiert? Ist das wirklich eine sehr gute Leistung? Hallo Jonas! Braucht man im LS22 auch PS Plus? Soweit ich die Info habe, ja. Um auf der Konsole nach wie vor online spielen zu können, benötigst du PS Plus bzw. Xbox Live, ist das ja, ne? Hi Thorsten, moin, grüß dich, schön, dass du da bist. Gamma Schorsch, moinsen. Ach, wegen dem Seasons, da bringt mir hohe Wahrscheinlichkeit der Modder etwas raus und dann sieht das alles sommersicher und all time long. Ja, ich denke mal auch, dass es dann doch da irgendwie, ja, ein Upgrade oder sogar ein Mod geben wird, der uns, ach, da ist mein Case, der uns dann tatsächlich die Möglichkeit bietet zu sagen, so, der Mod aktiviert und du hast ewigen Sommer auf der Map, ne? Und Daniela, moin. Angra Gaming, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Super Ingo, moin, servus. So, ich muss mal an mein Case ran. Komm, eine Nacht sprühen wir noch vor, Leute. Das sollte, denke ich mal, gar kein Problem sein. Eine Nacht überspringen wir noch. Der Regen ist zwar jetzt vorbei, wir haben aber natürlich jetzt so 3/4 des Tages eigentlich schon verballert, bevor es dann jetzt wieder dunkel wird, ne? Ich spiele, nee, Janok, ich spiele heute nicht mit Lenkrad. Ich bin jetzt gerade tatsächlich mit dem Controller unterwegs, um sich einfach mal so ein bisschen gemütlicher hinzusetzen. Ne? Haumdautscher ist bald und heißt so ähnlich wie Tollpatsch. Ach so. Ach so. Auch geil. Das heißt so viel wie Tollpatsch. Gut zu wissen, das wusste ich tatsächlich selber noch nicht. Sehr cool, Carmen, sehr geil. Annette, dass sie auch zum Farm. Schön, dass du da bist. So. Sehr gut. So, jetzt haben wir kurz vor 10. Das sollte passen.
Jetzt sollte eigentlich alles im ordentlichen Zustand sein. MCFP, moin. Naja, AK-Gaming-Wechsel ist momentan noch gar nicht, weil der Server ist nicht mal voll. Also heute ist tatsächlich verdammt wenig los. Ich habe keine Ahnung, wo die Leute hängen. Ich habe keine Ahnung, ob die Benachrichtigung mal wieder einen auf den Ömmel haut. Ich weiß es einfach nicht. Jojo Cider, moin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich weiß das nicht. Oder ob das einfach wieder das Thema ist, ja, wir warten noch auf LS22. Das kann ich dir noch nicht sagen, Jonas. Wie lange wir jetzt genau machen, weiß ich nicht. So, Schafswolle kann verkauft werden, Eier können verkauft werden. Also ich denke mal, gibt auf jeden Fall genug zu tun. Halt, Zocker Bro, moin. Weil selbst auf dem Discord, wo ich gesagt habe, hier, hört mal, ich bin live. Da kam auch die Frage, wie, heute ist live? Aber heute ist ja auch Dienstag, ne? Ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Ja, Jojo, Jojo, das ist es leider. Das ist leider dieses gängige Thema, was ich habe, ne? Ja, du musst jetzt wirklich überlegen, 130 Zuschauer auf 39.000 Abos ist in meinen Augen jetzt gerade wirklich nichts. Es ist natürlich ein bisschen deprimierend, da kann man, denke ich, mal auch offen und da kann man wirklich mal offen drüber reden. Aber ich mache natürlich trotzdem weiter. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich denke mal, man darf da mal offen drüber reden. Das ist natürlich schon so ein bisschen deprimierend ist und man sich fragt, wo ist die Community, ne? Ich wurde aus deinem Disco geworfen, ohne was zu machen. Symantec, das glaube ich eher weniger. Mein Team schmeißt niemanden aus dem Team, aus dem Discord, der nichts gemacht hat. Das würde sich tatsächlich mein Team selber nicht erlauben. Ich weiß auch nur wegen Instagram, aber ich weiß auch so, dass du meistens dienstags und donnerstags live bist. Ja, das habe ich ja versucht, mir so ein bisschen anzugewöhnen, dienstags und donnerstags den Livestream zu machen. Dass man, ja, in Anführungszeichen so ein bisschen Routine reinbekommt. Ich habe auch mal überlegt, mal einen Livestream zu machen ohne komplette Ankündigung, ob dann wenigstens das Glöckchen funktioniert. Ich, ja, habe mich aber noch nicht damit jetzt beschäftigt, ob wir das so in dieser Art und Weise mal machen sollten, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gestern waren aber wieder zwei Leute auf dem Discord. Ja, schrecklich, ne? Ich finde den Server nicht, habe aber die Mods. Julian, naja, dann müsstest du ja auch den Server finden, weil sonst wüsstest du doch gar nicht, welche Mods du brauchst. Ja, und einfach die Arbeit selber suchen. Es gibt genug zu tun. Schafswolle verkaufen, Eier verkaufen, Tiere versorgen. Gibt genug zu tun. Landwirtschaftsfahrer, dann ist, hast du spielst mit Lenkrad? PG Andy, moin moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi Shadow, moin. Alles bestens, wie geht's dir? Sarah, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, ich muss auch dazu sagen, das war grundsätzlich unnötige Provokation. Also wirklich sehr unnötig. Und dementsprechend wurden sie auch mit der Begründung gekickt, ne? Hallo Dennis, moin. Okay, Landwirtschaft, dann ist dein Lenkrad nicht genullt. Dann ist das Gaspedal immer noch nicht in einer Deathzone drin, sondern sagt sich, ja, du bist ein bisschen am drauftippen, gib mir mal ein bisschen Gas. Ich habe am Donnerstag eine Englischarbeit, keine Lust. Ach, du machst das schon. Adrian, so Fragen mit, was hältst du davon, was hältst du davon, ist alles easy. Ich bin kein Landwirt in Real Life, ich mag eigentlich alles an Traktoren. Was sind denn jetzt deine Pläne für LS22? Also ich werde noch nicht viel verraten. Natürlich werde ich auch nicht mein Projekt oder so groß ankündigen. Das kommt, wie es kommt. Was auf jeden Fall im LS22 sein wird, werden natürlich die Livestreams. Die werden so oder so laufen und auch frühzeitig beginnen. Was momentan der Plan ist für den LS22, ist halt zu Beginn. Na? Also wenn ich euch den LS22 so das erste Mal dann zeige, dass wir einen... Ja, eventuell, ich muss halt mal gucken. Ich kann euch das noch nicht versprechen. Aber ich versuche es zumindest schon mal zu planen. Ich muss halt gucken, wie es im Rücken und so geht. Einen 2x12-Stunden-Livestream zu machen. Das bedeutet quasi, wenn der LS22 zur Verfügung steht, so dass ich ihn spielen kann, werde ich an einem Wochenende, also an diesem Wochenende dann, wenn es soweit ist, Samstag auf Sonntag einen 2x12-Stunden-Livestream machen. Und dort euch komplett nur LS22 zeigen. Das bedeutet quasi, wir fangen jetzt beispielsweise samstags um 8 Uhr morgens an, 12 Stunden lang bis 20 Uhr. Dann gehe ich offline und bin am nächsten Tag wieder um 8 Uhr live, nochmal bis 20 Uhr. Dann haben wir quasi einen 24-Stunden-Livestream, aber geteilt.
Weil ich selber ja schaffe ja keine 24 Stunden. Das macht mein Körper einfach nicht mit. Dafür bin ich leider nicht gemacht. Aber ich habe mir so gedacht, so, vielleicht haben wir bis dahin auch mal die 40.000 Abos. Also man kann man direkt das so als kleines 40.000 Abonnenten-Special machen, dass man dann ein 2x12-Stunden-Livestream macht zum LS22. Also LS19 auf jeden Fall nicht mehr. Ich werde das auf jeden Fall mit dem LS22 dann machen. Da bin ich 2x12 Stunden für euch live. Ich hatte erst überlegt, so ein Abo-Marathon zu machen. Ja, dass ich quasi sage, so, ich spiele LS22 und mit einer bestimmten Zeit, sage ich jetzt mal 4 Stunden, und pro Abo zum Beispiel mache ich eine Minute länger, dass man das dann herauszögern kann bis zu keine Ahnung wie viel Stunden. Da habe ich mich aber irgendwie gegen entschieden, weil ich habe natürlich Bock, den LS22 zu zocken und auch zu zeigen. Und dann hatte ich mir einfach überlegt, so, dann könnte man das ja vielleicht wirklich als so einen 2x12-Stunden-Livestream kombinieren. Und dann denke ich mal, in diesen 24 Stunden kann ich euch wirklich einiges vom LS22 zeigen und euch auch eventuell noch beibringen. Das kann man ja mal gucken, ne? Guten Abend, Patrick. Hallo, Uwe. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Kannst du bei 40.000 Abos deine Facecam einschalten? Milena, nein. Ich besitze nämlich nicht mal eine Cam hier und ich werde auch nie eine einschalten. Sarah, moinsen. Ich habe die 2 oder 3 Mal nett darauf hingewiesen, Hochdeutsch zu schreiben. Ich habe das gelesen, so Bro. Alles easy. Wann kommt der LS22? Ich hab's vergessen. Kevin, 22.11. Dann kriegst du es eigentlich auch früher zu verfügen. Kevin, bleibt abzuwarten, lasst euch überraschen. Weißt du, wie der Mod heißt, dass der Mais auf dem Traktor liegen bleibt? Trimax Lost, das ist kein Mod, das ist eine Plane, die im Editor hinzugefügt wurde. Hans-Peter, moinsen, herzlich willkommen. Hallo Martin, Fabian, moin, hallo Manuel. Wie viel kostet PlayStation Plus für ein halbes Jahr? Das kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen, Carmen. Für ein Jahr 60 Euro, ich glaube die 3-Monats-Karte kostet 20 Euro? Ich weiß es nicht genau. Auf so einen Livestream hätte ich richtig Bock. Ja, kommt ja, Adrian. Kommt auf jeden Fall. Also klar, fix ist das schon. Ich habe das schon mit meiner Frau abgeklärt. Also privat ist das eigentlich soweit geplant. 2x12 Stunden Livestream oder wie gesagt pro Sub eine Minute länger. Ich muss mir das nochmal überlegen, wie wir das vielleicht zur Verfügung stellen können. Charme, moinsen, Gaming Ben, herzlich willkommen. Wie stelle ich es zurück, dass das Fahren ohne Gas geben weggeht? In den Einstellungen musst du die Death Zone anpassen. Sarah, habe ich schon 2 Mal jetzt gemacht mittlerweile. Hallo Marvin, grüß dich. Wie geht das bei mir nicht oder muss ich da was bezahlen? Worum ging es nochmal, Trimax? Was hast du nochmal gefragt? Dirk, moin. 3 Monate 25 Euro. Dankeschön, Markus. Ja, wie gesagt, ein Jahr 60 Euro, ne? Genau, der Monat 9,99, der war mal günstiger. Der hat mal 7,99 gekostet. 3 Monate 24,99 und wie gesagt, 12 Monate, also ein Jahr 59,99. Hallo Mika, grüß dich. Andrin, herzlich willkommen. Mir geht's gut, wie geht's dir? 150 Like. Ah, das ist noch kein Like-Hype wert. Da geht noch einiges mehr. Wann wird der LS22, der erste LS22-Stream kommen? Charme, dann, wenn er kommt. Hallo Philipp, ist der Server noch frei? Ja, wir sind noch mit ein paar Plätzen unterwegs. Achso, wie gesagt, das ist eine Mod. Das musst du im Editor dir selber hinzufügen. Das ist kein veröffentlichter Mod. Ich glaube, das wurde tatsächlich mal vor Moritz eingereicht, aber dann leider abgelehnt. Jumpplayer, moin. Guten Abend, Zauberer. Herzlich willkommen im Livestream. Schön, dass du da bist. Marvin, schau mal einen Streamtitel. Ich habe 3 Monate zu testen, aber LS19 hängt immer, wenn ich online zocke. Ja, dann hast du oder der Host eine sehr schlechte Internetverbindung. Ich komme jetzt zu deinem Livestream erstmal in Spezi. Kai, ich auch schon wieder. Fan 1050, weiß ich nicht. Bleibt abzuwarten. Ich kann euch da noch nichts zu sagen. Ich liebe deine Videos und Streams. Los, dankeschön. Nein, nein, nix Mod. Prefab. Ja, oder mein Prefab dann. Aber wurde ja abgelehnt, ne? Hi, Kian. Moin. Ist ein Mod im Chat? Ja, ich glaube, Iveco ist da. Iveco müsste eigentlich im Chat da sein. Weil da ist eher die Frage, wann ist der Kerl mal nicht da? Du bist ja bei Moritz Mod, ne? Nein. Wieso sollte ich bei Moritz Mod sein?
Also 1000 Leute würde bei mir, nee, leider bei mir müsste dafür gut genug. Eine Tausender? Eine Tausender ist viel zu lang. Langsam. Eine Tausender. Also, Moment mal. Eine Tausender Leitung ist doch uralt. Wieder Hochlader. Moin. Hallo Joker. Herzlich willkommen. Aber was ich krass finde, es ist nicht viel los, aber die Abos kommen so rein. Ich bin auf seinem Discord, ja, aber ich bin kein, nicht, dass ich wüsste, dass ich da Mod bin. Also ich habe zumindest nichts in die Richtung eingeleitet. Moin DM, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Leute. Sehr, sehr geil. Dankeschön für die ganzen Abos, die schon reinkommen. Nein, wieder Hochlader, das ist PS4, da kann ich keine Modliste erstellen. Hallo Marvin, grüß dich, Pixel Gang Game, willkommen. Ja, und da, wo es das meiste Geld für gibt, natürlich, ne? Kurvenkev, moin. Grüß dich, ein Hoch. Ach so, also eine, keine 100k-Leitung, also keine 100er-Leitung, okay. Also du hast Glasfaser, ne? Try New Galaxy, moin, schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Macht ihr Silo? Ja, wir sind Silo am Machen. Richard, moinsen. Kev, Kev, alles Beste, wie geht's dir? Steigerbau, moin. Wie ist dein neuer Stuhl? Ja. Auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Training Service, das war ich nicht. Okay, Glasfaser. Ja, nee, dann hast du diese 1 Terabyte. Ich glaube, 1 Terabyte ist dann das hohe da. 1 Terabyte Leistung. Mein Bruder hat morgen Geburtstag. Okay, komm, alles klar. Wie bekommt man eigentlich Mod? Naja, wenn der YouTuber sagt, du kriegst jetzt Mod, dann könntest du Moderator werden, ja. Johnny King, moin. Grüß dich. Man spielt sie auf PC. Marvin kommt auch wieder. Keine Sorge. Manchmal überlege ich mir, diese Fragen zu ignorieren. Will ich aber nicht. Ich will ja für die Community da sein, aber was erwartet ihr für eine Antwort? Es kommt dann, wenn es kommt. Und der letzte PC-Stream war nun mal vorgestern, ne? Hat jemand gute Tipps, wenn man sich außer gut lernen auf eine Theorieprüfung vorbereitet? Ausschlafen. Lars, das ist PS4. Moin Timo, grüß dich. Eine Legende besagt, die es nicht gibt, dass ich irgendwann mal Mod werde hier. Nö. Also so, also sorry, eigentlich wollte ich ja, aber irgendwie, nee. Aber will eh auf PC umsteigen, weil man bei der PS4 nicht wirklich weit kommt. Also mit LS in meiner Meinung. Ja doch, weit kommen tust du schon. Aber du hast halt zum Beispiel komplett andere Mods. Die Mapfox gibt es auch auf PC, natürlich. Drumplayer, was soll jeder machen können? Meine Klassenkameraden sind so blöde. Einer regt sich auf, dass ein Schwuler neben ihm sitzt, der nichts macht, und der Klassenkamerad macht einen Aufstand wie kein anderer. Hat er was gegen Schwule oder was? Yunis, moin. Ja, du fragst zu oft. Eigentlich standst du ja wirklich in einer engeren Auswahl, aber wenn man so diese Anspielungen macht, das ist immer ganz schlecht. Was kam? Du bist über meinen Stuhl gestorben, hast dein Bein zerstört. Was machst du? Dankeschön, Pixian, mach ich, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Moin, Jan Ole, willkommen. Ach, guck mal, jetzt werden sie langsam alle wach. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen an alle Zuschauer. Wenn ihr Bock habt, teilt den Stream auf den sozialen Netzwerken. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen, wenn ihr da Bock zu habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Wieder Hochlader, Old Stream Farm. Okay, wegrennen. Dankeschön, Uwe. Moin, Lukas, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, mal gucken, vielleicht sind ja die 250 Abos heute drin. Ich habe eine 40.000er Leitung. Ja, die reicht auf jeden Fall auch. Ich habe eine 100er. Ich hatte früher nur eine 20er. Das reicht vollkommen. Deutschfahrer, PS4. Wie lange geht's, Yunis? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann man ja LS22 auf PC mit PS4 Spielern spielen? Ja. Dafür gibt es Crossplay, Martin. Check mal gerne meinen Kanal ab. Da hast du ein Infovideo genau zu diesem Thema. Also wirklich das Infovideo zu Crossplay, weil wirklich viele Fragen
wie das dann genau abläuft, wie zum Beispiel mit den Mods, mit der Slotbegrenzung, mit 6 Spielern gegenüber 16 Spielern und so weiter und so fort. Da gibt es mehr als genug Infos in diesem Video von mir. Ist auch eigentlich ganz recht, so ganz kurz und knapp verpackt. Also Jump Player, grundsätzlich kann jeder Moderator werden, ja, auch Hauptsache du besitzt einen YouTube-Kanal, ne, dass du hier angemeldet bist auf YouTube. Und dann kann eigentlich hier jeder Mod werden. Auch bei mir kann jeder Mod werden. Jeder kriegt die Chance dazu. Nur man muss halt ein paar Sachen erfüllen. Wie zum Beispiel dieses aktive im Chat sein und mal mit mir privat quatschen. Also hier ein bisschen schreiben und sowas. Man muss halt wissen, wer dahinter sitzt, ne? Moin Weizenfarmer, grüß dich. Kann man LS22 schon spielen, Marvin? Dann würde ich es spielen und nicht den LS19 zeigen. Ja, kam vielleicht zum Arzt? Ah, Laschi, das ist ja kein Problem. Hast du nicht gesagt, dass in dem Stream über die ersten Pläne für den LS22 gesprochen wird, oder habe ich das schon verpasst? Ich kann das gerne noch einmal wiederholen. Das werde ich wahrscheinlich noch öfters in diesem Stream machen müssen. Aber gut, dass du aufmerksam meine Insta-Story gesehen hast. Ich werde aber auch noch einen YouTube-Post machen. Entweder später noch oder morgen früh. Ich habe vor, ich bin da noch ein bisschen in der Planung, in der Überlegung, wie ich es umsetzen werde. Ich hatte oder habe aber grundsätzlich vor, euch zum Start des LS22 einen etwas anderen Stream zu bieten, das so eine Art entweder 2x12 Stunden Livestream wird oder so ein, ja, so ein Livestream-Marathon, nenne ich es mal. Ich habe nämlich vor, zum Release des LS22, also an einem Wochenende dann direkt, ein größeres Event zu veranstalten. Wie gesagt, entweder machen wir so 2x12 Stunden Livestream, das heißt samstags und sonntags, jeweils von zum Beispiel 8 bis 20 Uhr bin ich dann zweimal live für euch, dazwischen tue ich nur kurz was essen und schlafen. Oder ich mache so einen kleinen Livestream-Marathon, das bedeutet, ich gehe irgendwo an einem Samstag zum Beispiel live für angesetzt 4 Stunden und gehe erst offline, wenn der Timer abgelaufen ist. Und zum Beispiel für so ein Abo, was ja nun mal kostenlos ist, könnt ihr euch dann Zeit bunkern und desto länger mache ich. Das schauen wir einfach. Das ist, wie ich früher mal gemacht habe, zum LS17 habe ich ja mal gemacht. Pro 1 Euro habe ich, glaube ich, damals 5 Minuten länger gestreamt. Und ich glaube, aus 4 Stunden wurden irgendwas, nee, ich glaube, aus 6 Stunden wurden irgendwas mit 10 oder 11 Stunden. Das war schon geil. So, ich hatte mir eigentlich überlegt, einen 24-Stunden-Livestream zu machen. Aber wie ihr bemerkt habt, das habe ich schon zweimal versucht und zweimal hat es leider nicht funktioniert. Das macht einfach mein Körper nicht mit. Vor allem jetzt, glaube ich, würde es mein Rücken auch nicht mitmachen. Und deswegen habe ich mir da einfach überlegt, wir teilen das so ein bisschen auf dann. Ne, ist halt Samstag und Sonntag direkt aufeinander folgen und ist ja dann quasi wie ein 24-Stunden-Livestream. Dieses Ballenchaos kenne ich irgendwoher. Ja, die müssen hier tatsächlich mal weg, ne? Hallo Phil, ich durfte gestern LS22 spielen. Warst du in der Schweiz oder wo warst du? Na, Agrargaming, zur BGA bitte. Kann man sich sowas zum Geburtstag wünschen? Was, ein 24-Stunden-Livestream? So viel kannst du gar nicht verdienen, so teuer bin ich dann. Damit ich das hier überhaupt durchhalte. Mama, ich bin im Fernsehen. Ja, Dodo, welcome to the TV. Wir sind 8 Stunden zocken schon zu lange. Ja, nö. Hallo Basti, moin. Also ich finde eigentlich 12 Stunden ist so geil, ja. Du brauchst Chemietipps von mir. Julian, ich habe keine Chemietipps für dich. Wenn der LS22 einen Intel i5 baut und ich habe den i7, geht der dann ohne Probleme? Das kommt darauf an, ob der i7, den du hast, leistungsstärker ist als der i5, der gefordert wird. Nur weil da 5 und 7 steht, gibt es da immer noch Unterschiede. Ein 5er der neuesten Generation kann auch stärker sein von einem im Vergleich zu einem 7er einer älteren Generation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hallo Monika, moin. So einen schönen Sonntagsstream. Auf was? Ach so. Ein Stream generell zum Geburtstag buchbar. Das habe ich mal aus Spaß gemacht, ja. Da hat mir tatsächlich mal einer aus Spaß ein 20 gespendet und gesagt, ja, hier, für meinen Geburtstag. Und ich war dann tatsächlich an seinem Geburtstag live. Aber das habe ich eigentlich dann nur gemacht, um diesen Gag fortzuführen. Das solltest du tun, Carmen, ja. Ja, Niklas, moin. Traktor Tim, herzlich willkommen. Dankeschön, 220 Abos sind drin, Leute. Weiter geht die Fahrt. Hallo Pascal, moinsen.
Meinst du, du bekommst das XD Maishexe noch fertig vor dem 22er? Ja. Ich denke schon, Xerion. Dass wir vielleicht dann am Wochenende oder jetzt am Donnerstag mal gucken, wann weitermachen. Hi, wie geht's dir? Hi, Nico. Gut. Wie geht's dir? Moin, moin. Herzlich willkommen. Hi, Philipp. Moinsen. Willkommen im Livestream. Ja, Party Bassi, Altstream Farm. Ist ja auch eine wirklich sehr schöne Map, ne? Nee, auf der Nintendo Switch wird's den Drumplayer, den LS22 nicht geben. PS4, PS5, Xbox XS und Xbox One. Stadia, Mac und PC. Am Donnerstag habe ich Geburtstag, kannst du mal einen Stream machen? Ah, das überlege ich mir noch. Ich habe heute mal Snowman statt LS gezockt. Und Dorothee, was ist besser? Hallo Nico, moin. Ob ich TikTok habe? Nee, Thomas. Mit sowas musst du bei mir tatsächlich nicht ankommen. Das ist so gar nicht meine Welt, muss ich sagen. Kennst du weißen Kakao? Nee. Wahrscheinlich kenne ich den nicht, weil der bestimmt ultra teuer ist. Weißen Kakao. Ich kenne weiße Schokolade. 200 Daumen. Dankeschön. Weiter geht's. 200 ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Aber es geht noch besser. Julian, das schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich, also vielleicht nicht ganz so lang. Meine Frau ist leider krank. Muss ich mich noch ein bisschen drum kümmern. Trinkst du Tee? Ja, wenn's mal sein muss, ja. Also ich bin jetzt nicht so der Tee-Liebhaber, der sich jeden Abend Tee aufsetzt oder sowas. Richtig hier aus, dankeschön Leute. Petadad, moin, grüß dich. Kannst du am 23.04. streamen? Da habe ich Geburtstag. Nö. Das ist mir leider noch ein bisschen zu lang hin. Bis dahin habe ich das vergessen. So, Pixelgun, du bekommst jetzt ein Perma. Nee, du bekommst jetzt erstmal 300. So lang, bis du es lernst. Beim nächsten Mal, Pixelgun, letzte und allerletzte Verwarnung. Beim nächsten Mal bist du ein Permaband durch. Und dann bist du weg vom Fenster. Annemarie, moin, grüß dich. Richtig, ja, okay, dankeschön. Ich habe den Giants gefragt, wie es mit M1 und LS22 aussieht. Sie haben geschrieben, dass die Tests sehr gut verlaufen sind. M1 ist ein Mac, ne? Ich glaube, ich habe was angefangen mit den Streams. Mit welchen Streams? Marisch kam, dankeschön. Danke, Leute, danke. Urplötzlich heute gekommen, ganz komisch. Echt ärgerlich. Carrie, HKCDJ, moin. Basti kann ich leider nicht, dann müsste ich ja jetzt hier durch zigtausend Maschinen durchswitchen. Die Adapter gibt's auf PS4, Dirk, ja. GPS im LS22, keine Ahnung. Ach so, mit den Geburtstagsstreams, ja echt, zock mal. Pass auf, jetzt kriege ich hier bestimmt 100 PNs auf dem Discord. Kannst du dann und dann streamen, da habe ich Geburtstag. Hallo Kissy, ich feiere deine Videos, hab noch nie Multi gespielt, kann man dir beitreten? Ja klar, spielst du immer alleine? Boah. Das habe ich im LS17 damals oder im LS15 gemacht, einen Monat lang. Danach bin ich nie wieder aus dem Singleplayer rausgegangen. Hallo Marcel, moin. Entschuldigung, aus dem Multiplayer rausgegangen. Im Moment ist LS ein bisschen langweilig. Dodo, ja, man wartet halt. Bei wem ist das nicht so? Bei mir, okay, ich bin jetzt die Ausnahme, weil ich halt auch YouTube mache. Aber bei wem von euch ist es nicht so? Ihr kennt die News zum LS22 und habt ihn noch nicht. Ja. Dann kommen natürlich so die Gedanken, ja, jetzt nochmal LS19 spielen, ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja, dass es bald LS22 gibt. Man will ja irgendwie auch was Neues dann erleben, ne? Neues wird halt sein, zum Beispiel die Sounds, die Schaltung, direkt mit den Produktionen zu starten, mal so einen schönen Kuchen zu backen. Ja. Mirko, moin, grüß dich. Ich kriege den LS22 zu Weihnachten, mal schauen, wie gut der ist. Ja, der wird schon gut sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, jetzt nicht, weil ich das Spiel vermarkten will oder muss. Meine persönliche Meinung, da habe ich immer noch frei vertreten. Ich bin der Meinung, LS22 wird mit der beste Landwirtschaftssimulator, den es bisher gibt. Also bei all dem, was halt so veröffentlicht wurde mit den Produktionen, die Maps, die kommen werden, die Inhalte, ne, Class, John Deere, Fendt, DLCs, der Season Pass, die Jahreszeiten, das kann nur gut werden.
Ich finde, den LS19 die Luft raus ist, ich spiele nur noch GTA. Ja, GTA, klar, spielt auch jeder, diese, vor allem diese Roleplay-Server, ne? Sehr cool, Nico, sehr, sehr cool. Hast du hoffentlich über meinen Link gemacht. Also, falls ihr PC-Besteller seid und euch den LS22 vorbestellen wollt, checkt die Videobeschreibung ab. Mahlzeit Elvis von der Krankenstation, was ist los? Haben die Kinder dich wieder geärgert? Habt mir Urlaub genommen, wo LS22 rauskommt. Ihr nehmt euch echt Urlaub, ne? Ich würde mir das niemals wagen hier. Moin Moin Lennart, grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Hallo Christoph, moinsen. Du findest den Server nicht, wieder hochlade. Du hast ihn schon beim letzten Mal nicht gefunden, ne? Denk dran, wir spielen heute PS4, ne? Du bist ausnahmsweise mal krank, dann direkt in Krankenstation? Dann ist es aber nicht nur ein Schnupfen, ne? Was bringt es, über deinen Link zu bestellen? Son Leiten. Erst einmal, du unterstützt mich kostenlos, weil du zahlst über den Link keinen Cent mehr an den Hersteller oder für das Spiel. Kostet genau gleich. Und du kaufst direkt beim Hersteller, also bei Giants, nicht über einen Zwischenladen oder sowas, direkt Giants. Das heißt, du unterstützt Giants direkt mit der Beteiligung an dem Gewinn. Und meinetwegen, weil ich ein kleines Stückchen davon abbekomme und... Du kannst dir sicher sein, dass du pünktlich zocken kannst. Da kannst du dir ziemlich sicher sein, weil du bekommst von Giants eine E-Mail. Und das noch vor, also so war meine Aussage, vor Release. Du kannst ihn dir sogar schon herunterladen, nur halt noch nicht spielen. Das heißt, du bist über Online-Stores nicht davon abhängig, ob der Lieferant überhaupt pünktlich liefert. Kneipentori, moin, grüß dich. Weißt du, ob es bald Mods für die Switch gibt? Soweit ich weiß, ist die Switch nicht mod-kompatibel. Ach, Krankenstation ist die Couch. Okay, Elvis, ich dachte schon, du wärst wirklich im Krankenhaus. Vielleicht im LS22 jedem Zuschauer der Geburtstag einen Geburtstagskuchen backt. Das ist eine gute Idee. Wir backen im LS22 jedem, der über hier in meinem Livestream hängt und Geburtstag hat, einen Geburtstagskuchen. Das Schlimmste ist, wenn das Spiel rauskommt, LS22, habe ich an dem Tag Schule und auch Mittagsschule bis 4 Uhr. Wenn das Spiel rauskommt, muss ich bis 18 Uhr arbeiten. Die Switch würde dann aber auch abrauchen, oder? Ja, man hat ja auch mal über einen Mod-Support auf Handy nachgedacht, ne? Hallo Benny, moin. Die E-Mail mit dem Key bekommt man direkt nach der Bestellung. Man muss dann nur bei Release das Spiel downloaden über das Update-DLC-Portal von Giants. Seht ihr? Xerion hat nämlich zum Beispiel über meinen Link vorbestellt und ihr bekommt dann halt von Giants eine E-Mail und da ist ein Key drin. Das ist euer persönlicher Key. Und dann könnt ihr pünktlich zu Release downloaden und direkt loslegen. Ihr müsst euch das ja auch mal so vorstellen. Gehen wir jetzt mal von aus, 22.11., der Release ist irgendwo mitten in der Nacht. Meinetwegen direkt Punkt 0 Uhr. Also keiner von den Online-Diensten liefert euch um 0 Uhr ein Päckchen. Das heißt, ihr müsstet dann bis zum Morgen warten, wenn ihr dann hoffentlich euer Päckchen bekommt. Wenn ihr euch das über meinen Link vorbestellt, könnt ihr direkt zum Release loslegen. Adi, guten Abend. Das finde ich persönlich schon sehr, sehr geil. Also so sollte es eigentlich auch sein. Ich habe gedacht, du nimmst dein Release frei. Ich? Nee. Carmen, ich werde ganz normal arbeiten müssen. Landeswechsel, Philipp. Moment, lass dich mal kurz gucken. 2, 4, 6. Okay, Server ist voll, Wechsel ist ein Punkt. Ich habe sogar 3 Keys über dich bestellt, habe 2-mal das Spiel und 1-mal Season Pass gegönnt. Xerion, sehr geil, dankeschön. Ich sehe ja nicht, wer bestellt hat, ich sehe einfach nur, dass bestellt wurde und um wie viel Uhr und was. Dankeschön, Xerion, dafür. Petagaming, guten Abend, schön, dass du da bist. Mehr kann ich leider nicht einsehen. Ich würde es manchmal gerne, aber es geht leider nicht. Was sagst du zu Xbox? Ja, ist halt Xbox. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen, was ich dazu sagen soll. Was soll ich denn zu Xbox sagen? Ich habe leider keine. Also ich habe noch nie Xbox gespielt, deswegen kann ich das auch jetzt nicht direkt urteilen, ob es gut ist oder schlecht.
Doch, letztens habe ich den gefunden, aber ich spiele auf PC. Wenn ich Crossplay installiere, kann ich da mitspielen oder muss das jeder Spieler haben? Wieder Hochlader. Crossplay ist nichts zum Installieren. Das muss das Spiel beinhalten. Wieder Hochlader. Du musst auf den LS22 warten. Da kann PC und Konsole zusammenspielen. Im LS19 musst du immer so lange warten, bis ich den Stream auf der Plattform mache, die du auch spielst. Den Season Pass muss ich mir auch noch bestellen für PC. Ey, Elvis, du weißt, wo der Link ist. Heute 2015 D-Max, warum auch immer. Heute 2015 Pichoco. Adi, den LS22 werde ich hauptsächlich auf PC spielen, aber ihr könnt als PlayStation-Spieler natürlich direkt joinen. Ist ja Crossplay, ne? Kann jeder mitmachen. Patrick bekommt Frage, was hältst du von Xbox? Patrick ist halt Xbox. Ja. Genauso. So, ich sehe hier schon, unsere Gewächshäuser sind schon wieder tot. Hat sich keiner drum gekümmert. Haben so eine schöne Plantage angelegt und keiner kümmert sich drum. Hey Leute, ich muss mich echt mal angewöhnen, mich hier wirklich gerade hinzusetzen. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht in mein Köpfchen bekomme. Also ich habe extra Nackenhörnchen alles gekauft. Und ich sitze trotzdem immer noch wie ein Krüppel auf meinem Stuhl. Echt, LS spielt ab, wenn du speicherst auf der Xbox. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Hallo Sebastian, wie viele Slots hat der Case? Oh, da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich kann aber mal kurz gucken. Der hat 28. Und ich finde, 28 ist auf jeden Fall vertretbar. Also meine Meinung. Kauft ihr doch noch Spanngurte, um mich an meinem Stuhl festzuketten? Auch gut. Okay, Leute, 221 Daumen, das geht viel, viel besser. Das geht viel, viel besser. Hier, Pixel, du hast meine Ansage jetzt verstanden, ne? Ich bin auch nur so großzügig, weil du schon so lange mit dabei bist. Aber wenn du es nicht mal wirklich langsam verstehst, dann bist du weg vom Fenster. Dann wirst du überall rausgebannt. Mal wieder besser Stream, danke, schön wieder Hochlader. Sehr, sehr geil von dir. Dürft auch gerne supporten, ne? Also Stream teilen, wenn ihr Bock habt. Du hast doch auch eine PS4 Pro. Ich habe eine PS4, genau, meine Frau hat die PS4 und ich hab sie ihr dann geschenkt und habe mir eine PS4 Pro gekauft. Bin immer an deine Leistungen, wenn ich Geburtstag habe, backst du mir auch einen Kuchen. Ob ich dir einen Kuchen zu deinem Geburtstag backe, das musst du, ja, im LS22, ja. Links im LS22 kommt Lindner. Ja, Lindner war doch Alpin-DLC, oder? Warum habe ich immer in deinem Stream eine schlechte Bildschirmauflösung, aber nur bei dir? Goal Opix, auf was setzt denn YouTube die Grafik? Hast du 1080p 60 FPS oder setzt YouTube die für dich runter? Hi Nico, moin. Renate, Ausrufezeichen mitspielen. Bananenesser, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lashi, zum Ende des Jahres, das dauert noch ein bisschen. Ich wollte mal kurz gucken, wo der Ladewagen ist, aber wenn ich das richtig sehe, scheint der unterwegs zu sein. Gut, dann machen wir mal kurz. Dann fahren wir mal kurz hoch zur BGA. Ich nehme direkt meinen Traktor mit, damit ich mobil bin. Und ich nehme vielleicht auch direkt noch ein Wasserfass mit. Dann kann ich das nochmal zurück mitbringen. Oder nee, warte mal, wir können ja mal gucken, ob wir Milch transportieren. Dann fahre ich aber auf jeden Fall mal zu BGA. Du kommst mir echt mega sympathisch vor. Dankeschön wieder, Hochlader. Ja, ist auch grundsätzlich mein Ziel. Verstellen sowieso nicht. Na, für YouTube würde ich mich niemals an meiner Art und Weise verändern. Nur um euch irgendwie ein vorzugaukeln, sage ich mal. So von wegen so zu tun, wie ich nicht bin. Hab ich gar nicht nötig, ne? Johannes, moin, grüß dich. Ja, Bananessa, mir geht's gut, dankeschön. Das ist eher eine... Boah, 84.000... Standen da gerade wirklich 84.000 Liter? Alter, 84.000?
Ghoul, dann liegt das an deiner Netzverbindung. Ich habe 1080p, 60 FPS. Hallo Ronny, moin. 1080p, 60 FPS. Oder ist hier so wenig los, weil der Stream verkackt ist? Nee, oder? Moment mal. Eck, mach mal kurz abchecken hier. Moment, YouTube. Hallo Julian, moin. So. Ich will nur mal kurz gegenchecken. So, 720p habe ich automatisch. Ich kann auf 1080 hochgehen. Nö. Und habe ein wunderschönes, klares Bild, muss ich sagen. Warte mal, ich gucke mich mal kurz hier ein bisschen um. Ein bisschen, ja, einen kleinen Delay haben wir heute, aber nö. Der Rest läuft wunderbar. Kann ich mitfahren? Also mitfahren geht leider nicht. Es gibt kein Universal Passenger auf Konsole. I'm Kev, moin, grüß dich. Alter, was sad Musik hier. Marcel, guten Abend. Ghoul, dankeschön. Na, der Beste wird es dann wahrscheinlich nicht sein, weil bei dir fehlt die Qualität. Aber ich kann dir echt nicht sagen, woran es liegt. Also jeder hat hier eine Top-Qualität. Ich dachte jetzt erst, es liegt vielleicht an meiner Streaming-Software, aber hier läuft alles. Hallo Paul, moin, grüß dich. Anja, einen wunderschönen guten Abend. Da läuft tatsächlich alles. Aber da müsst ihr halt mal gucken. YouTube geht... Ich glaube, YouTube macht das so, dass wenn ihr die App startet und dann ein Video angucken wollt, erkennt YouTube automatisch deine momentane Netzwerkverbindung. Also was du im Upload und im Download hast. Und anhand dessen, wie dein Download ist, damit du Daten herunterlädst von YouTube, werden die das dann automatisch an deinem Internetvolumen anpassen. Also ich denke mal, wenn du zum Beispiel im WLAN drin bist, wird die schon mal viel höher sein, als wenn du über mobile Netze gehst. Jetzt als Beispiel, ne? Ich denke mal, irgendwie so wird diese Orientierung sein. Familie Capella, einen wunderschönen. FPS heißt Frames per Seconds. Also es gibt einen Unterschied zwischen 30 und 60, das nimmt das Auge aber fast nicht wahr. Also wenn es zum Beispiel hier drunter und drüber gehen würde, könnte ich auch in 30 FPS streamen. Du nimmst fast keinen Unterschied in der Qualität des Streams wahr zwischen 30 und 60 FPS. Leon, die Eierpaletten, naja, Eierpaletten nehmen, runterstellen zu Verkaufspunkten und dann werden automatisch die Pakete, die in dieser Palette drin sind, in dieser Gitterbox verkauft. Bananas, auf dieser Map haben wir nicht mal 100, weil wir haben hier erst vor kurzem mal neu mit angefangen. Hupsala, sorry, das war ich nicht. Ja, das war jetzt nicht geplant. Ich denke mal, dass wir nächsten Livestream auf jeden Fall wieder Maishexen machen. Ich glaube, ihr seid alle heiß auf Mais, oder? Oder halt das Grünrogen häckseln, was wir auch noch in der Planung haben, ne? So, jetzt habe ich hier erstmal ein anderes Problem. Jetzt muss ich erstmal hier das Ding von dem Pfeiler wegbekommen. Sorry. Okay, sowas passiert mir eigentlich nicht. Ist beides PC? Ja, ja, Maishexen oder Grünrogenhexen ist beides auf PC. Maishexen sowieso, Andy. Das weißt du doch. Hallo Tobias, moin, grüß dich. Ey, mittlerweile 90 Kanalmitglieder, Freunde. 90. Wenn die alle noch da stehen bleiben, sind es eigentlich nur noch 10 Kanalmitglieder, um die 100 voll zu machen. Hallo Tobias, moin. Der zockende Junkie, sehr gerne. Konnte beim letzten Text nicht dabei sein, beim nächsten Mal natürlich wieder am Start. Sehr, sehr gerne, Steigerbaum. Moin Janis, gut, wie geht's dir? Nee, so wirst du die auch nicht los, Iceman. Du musst sie abladen.
Du kannst nicht einfach über den Verkaufspunkt drüber wegfahren. Das wird nicht funktionieren. Monlord Hero. Was heißt eigentlich 300 bei dir? Also 300 ist ein Film. Was meinst du mit 300 bei mir? Ja, ich habe mir so gedacht, ich mach das mal so. Lukas, es ist leider Spam. Das sehe ich von Anfang an gar nicht. Wie kann man spielen? Dennis, Ausrufezeichen mitspielen. Wo kommst du? Servername und Passwort und kannst direkt mitzocken. Alles klar, Junkie. Alles klar. Ist das denn ein 300er Bann? Was? Wie 300er Bann? Wo seid ihr denn jetzt dran? Also es gibt 300 Sekunden hier, Timeout. 5 Minuten lang nichts schreiben dürfen. Kriegen diejenigen, die Dumsen bauen, sage ich mal. Aber ob ich schon 300 Leute gebannt habe? Nee. Vielleicht 50. Marcel, also grundsätzlich so Liebling ist John Deere und Klaas. Lord Hero, das ist die Oldstream Farm. Du lenkst mich von meinen lieben, netten Kameraden ab, frag mich immer noch, wieso man den LKW-Fahrer den Mittelfinger zeigen. Frage mich immer noch, wieso man einem LKW-Fahrer den Mittelfinger zeigen. Ohne diesen Supermärkte leer und Häuser würden nicht stehen. Warum, welchen Kameraden lenke ich dich denn ab? Der Junkie auch sehr gut. Ich kann nicht, nein. Leon, Frontladeranbau packen, da oben drauf stellen. Symantec, welcome back. Schön, dass du da bist. Oh, guck mal, Leute, die Mission ist auch fast fertig hier. So. Ich wollte kurz zu BGA fahren. Und mal ein Kaisido draus machen. Ja, das ist die DevZone, Landwirtzockerfahrer. DevZone gibt an, wie empfindlich dein Lenkrad reagiert zum Beispiel. Wenn du das auf 0% hast, muss das Lenkrad nur ein Ticken schief stehen und schon lenkt der. Ach, Gott sei Dank, diesmal ist es wenigstens nicht abgedeckt. Gibt es Unterschiede bei PC und PS4? Ja, Mods allein schon, Mod-Support. Ist ein ganz großer Unterschied. Viele, vieles mehr. Silas, moin. Du bist der beste YouTuber. Mit 32.200 Abonnenten kann man sich sehr groß fühlen. Und du wirst mindestens in 2 Jahren ein sehr, 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 sehr großer YouTuber sein. Also erstmal sind es 39.200, Lukas. Das sind wahrscheinlich 7.000 Leute mehr. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall also auf den LS22 und den ersten Livestream. Also, wenn der nicht eskaliert, dann weiß ich auch nicht. Lenker, moin. Hallo Knut. Schön, dass du da bist. So Leute, lass uns mal... Ich wollte eigentlich einen Kaisido jetzt machen. Ey, nee, ich bin nicht Olaf. Wie kam er überhaupt auf Olaf? Können wir nicht bei Peter bleiben? Naja, it's LSTV auf jeden Fall. Also erstmal bitte deutsche Rechtschreibung lernen. Dann können wir gerne nochmal weiterreden, dass du überhaupt dich it's LSTV nennst. Also dass du das wenigstens hinbekommen hast, richtig zu schreiben. Das wundert mich schon. Ne? Erstmal deutsche Rechtschreibung lernen, dann können wir gerne weiterreden. Schiebeschild wäre jetzt ganz cool, ne? Stimmt, gibt es ja eigentlich auch für Radlader, ne? Kann ich mit Windows 8 LS22 spielen? Lenker, das musst du checken. Ich kann dir jetzt aus dem Kopf heraus gar nicht sagen, was der LS22 vorschreibt an Betriebssystem. Ich weiß es nicht. Marlo und Wilko, warum steht denn da Markus? Marlo und Wilko, grüßt euch.
deutsche Sprache ist schwer, ich spreche auf jeden Fall. Moin Franz. Schön, dass du da bist. Also eigentlich wollte ich von Anfang an hier ein Keilsilo machen. Habe ich aber nicht hinbekommen, beziehungsweise nicht dran gedacht. Ich denke mal, ich fahre mal kurz zum Shop und hole mal ein Schiebeschild. Das ist ja jetzt eine Hochkippschaufel, die ist ja dafür da, dass wir die Silage verkauft bekommen. Ich guck mal kurz. Also zur echt schwere Sprache, da gebe ich dir wirklich recht. Ah, Markus ist dein Dad. Okay, habe ich verstanden. Hat sogar nicht das CSZ-Paket ein Schiebeschild? Ich meine nämlich genau, hier ganz am Ende hatte ich das doch im Kopf, dass es dort auch ein Schiebeschild gibt. Haha. Kannst du eine Konsole mal eine Konsole empfehlen? Wo bekommt man Wasser? Dorfkind, Wasser würdest du zum Beispiel direkt am Haupthof bekommen. Da ist ein kleiner Fluss. Nein, Leon, du musst die Paletten von dem Anhänger runter bekommen. Die Paletten müssen von dem Anhänger runter. Eieiei, die Slots. Ja, die Slots. Guckt mal, Leute. 1185 von 1299. Also, grundsätzlich fast alle verballert. Ach, eine Konsolen-Map, Nika, Allstream Farm. Nee, der ist so, macht die mal so auf 2. 0 ist ganz, ganz schwer. Weil 0 ist ganz empfindlich. Da muss das nur ein bisschen angetippt sein und schon gibt der Gas. Mach mal so auf 2, 3. Dennis, Ausrufezeichen, mitspielen, bekommst du Servername und das Passwort. Sag mal, was läuft hier eigentlich für American Pie Musik? Sebastian, moin! Denkt dran, Freunde, wenn ein Abo raushaut, öffentlich stellen. Viele kommen im Abo immer privat. Ich muss mir übrigens da noch was überlegen, wenn ich diesen Livestream-Marathon mache, wenn ich den so vorhabe, ich brauche unbedingt einen Timer, den ich auf meinem Stream Deck so programmieren kann, dass ich auf quasi den Knopf drücke und dann wird es immer eine Minute mehr. Ich muss echt gucken, wie ich das hinbekomme. Eugen, moin! Gibt es eine Lenkrad-Einstellung auf PS4? Nee, PS4 kannst du einfach nur Lenkrad. Hallo Kelvin. Ich habe in Ravensburg fast 1200 Slots. Ja, die haben wir jetzt hier auch. Sind ja auch 1185, sind doch fast 1200. Du hast auf der Ravensburg über 1100. Ja, ich habe über 1200. Nein, fast 1200. 1185. Hallo King Snorfi, moin. Guten Abend, schön, dass du da bist, dankeschön. So, erste Stunde ist schon wieder rum. Moin Alex, dankeschön fürs Like. Danke, danke, danke. Also wie gesagt, LS22, ersten Livestream. Beides ist schon geklärt. Beides steht noch in den Sternen. Entweder 2x12 Stunden Livestream Samstag und darauf folgenden Sonntag jeweils ab, sage ich mal jetzt, circa 8 Uhr morgens bis 20 Uhr. Essen, schlafen gehen, nächsten Tag nochmal von 8 bis 20 Uhr. Oder halt einen Marathon. Magnum LP, moin, grüß dich. Ja, Allstream Farm, Michael, ist wirklich eine Top-Map. Also, ich weiß nicht, was man dagegen sprechen will. LS22, bitte. Hoffentlich hauen die Modder die raus. Hoffentlich. So. Sorry, hatte falsch zugehört. Das macht das Alter. Höre nicht mehr. Ja, dafür gibt es ja Hörgeräte, ne? So, Mo, dankeschön, Iceman. Dankeschön. So, Leute, will einer joinen? Bist der beste Nico, dankeschön. Was meinst du mit Marathon? Also, es gibt entweder, wie gesagt, diesen 2x12 Stunden Livestream im LS22 Release für euch. Oder ein, wie gesagt, ein Marathon. Das bedeutet, ich komme live mit
sage ich mal, jetzt 3 Stunden Livestream. Und ich versuche da irgendwie was zu bauen, dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, zum Beispiel über ein Abo, ne, pro Abo, das wäre dann dieser Marathon, geht es eine Minute länger. Das habe ich damals mal gemacht. Da habe ich pro Euro 5 Minuten länger gemacht. Da wurden dann, ich meine, aus 7 Stunden irgendwas 12 oder 14 Stunden. Irgendwie sowas in dem Dreh waren das dann. Und da bin ich jetzt am Überlegen, vielleicht so zum LS22 nochmal so ein kleines Event zu veranstalten. Vielleicht mal gucken, was dann passiert, ne? Ich weiß es aber noch nicht genau, wie wir es machen. Ich werde meist rechnen bei unserem Nachbarn. Sehr geil, Dorothee. Johannes, beste Map ist für mich die Ellerbach und die Allstream Farm. Also ich habe da tatsächlich beide Maps, die ich persönlich wirklich sehr gerne spiele. Warum hast du mich gekickt, Leon? Wechsel? Leon, jeder zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde. Nico, ob ich ihn früher kriege, wie viel ich ihn früher kriege und wann ich ihn früher kriege, bleibt abzuwarten. Freue mich schon auf das Duell. Ja, Alex, durch Crossplay müssen wir uns jetzt eh keine Gedanken machen. Ich hatte halt überlegt, das Duell auf PC zu starten, mit einem 16-Slot-Server. Dann können wir wirklich schöne Teams bilden. Simulzacker, moin. Sebastian, das ist die Oldsmith-Farm. Hab mir jetzt gerade beim Shop ein Schiebeschild gekauft und falls erstmal Dinge, das Gras, was wir am Einfahren sind, ein bisschen hochschieben. So, möchte noch jemand, Leute, ne? Wenn nicht noch jemand mitspielen möchte, dann darf gern wieder ein Alter joinen. Na, Ausrufezeichen mitspielen, da habt ihr Passwort, Servername und Serverregion und dann könnt ihr loslegen. Ja, denke ich auch, Eismeller, durch Crossplay, ne? Kann sowieso jeder mitspielen. Dann starte ich quasi den Server auf PC, 16 Leute können spielen. Der Alex, der Daniel und ich bilden ein Team. Also 1 gegen 1 gegen 1 plus die, die mitspielen wollen. Ich spiele am Donnerstag LS22 nicht zu Hause, sondern darf in Anteil. Ja, du wirst nach in die Schweiz fahren, oder? Auf die Messen, oder nicht? Ja, ja, Alex, aber denk dran, ist schon bald soweit, ne? Die Zeit, die rast. Oh, jetzt. Warum erwische ich immer das Weihnachtslied? Ich verstehe es nicht. Okay, Simu, sehr geil. Du wirst nach Bern oder wo auch immer auf die Messe gehen, ne? Hallo X6, moin. Ich werde es nie verstehen, warum immer ich das Weihnachtslied erwische. So. Natürlich, Alice, kriegen wir hin. Alles gar kein Problem. Waffel, moin. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. 150 Zuschauer. Sehr geil. Wann kommt wieder Duell der Farmer? Jace, wie gesagt, zum LS22 ist es wieder geplant. Seht ihr, Leute, und das ist halt das Geile hier an dem Schiebeschild. Man schiebt halt immer so 10.000 Liter vor sich her. Und damit kriegt man natürlich ein wunderschönes Kaisido hin. Ah, Julian, direkt rote Karte. Moin, Mächti. Warum bekomme ich das nicht mit, wann die Messen sind? Weil die dich persönlich anschreiben, das muss man tatsächlich so ein bisschen googeln und so, ne? Jason, das heißt bitte, aber herzlich willkommen, Jason. Schön, dass du da bist. X6, PlayStation. Vielen Dank, Leute. 221 Abos. Sehr geil. Vielen Dank dafür. Nice, Leute. Sehr, sehr cool von euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Der Schmetterling. Ich finde, mit den Rumleuchten sieht aus wie ein Schmetterling. Das sind halt diese eng sitzenden. Gibt ja weit auseinander und eng sitzend und wirklich sieht aus wie ein Schmetterling. Das Schöne ist ja jetzt, was ich hier habe, dass erstmal die Stefanie eine Mitgliedschaft raushaut. 91. Vielen, vielen, vielen Dank. 9 Mitglieder noch, Leute. 9 Mitglieder. Für 99 Cent könnt ihr euch das schon bunkern.
9 Mitglieder, dann sind wir 100 hoffentlich. Kann doch nur gut werden. Hallo Benedikt, moin! Grüße aus dem Urlaub, ja, läuft. Stefan, keine Fremdwerbung. Moin Martin, herzlich willkommen. Weiß ich, werde so oft gefragt, kennst du den? Manchmal frage ich mich, ob die großen YouTuber auch mal gefragt werden, ob sie mich kennen. Ich darf nur bis 2015, deswegen gleich stehen. Achso, darfst du bis 2015 den Livestream gucken, aber danach noch Fernsehen? Achso. Ja klar, Alisa, ein paar Mods werden benötigt, wie zum Beispiel JZB hier. Mein Onkel war in der Olma und hat einfach den LS22 angeschaut. Er meinte, ich weiß von dem noch nichts. Wie, du weißt von dem noch nichts? Ja, Alex, ich kenne aber jemanden, der kann das noch besser. Der heißt zufälligerweise auch so wie du. Kennst du den? Der ist leider momentan so selten hier. Total ruhig geworden. Man erkennt ihn fast nicht wieder, als hätte er eine Freundin gefunden. Mein Onkel dachte, dass ich nicht weiß, dass ein neuer Teil rauskommt. Ach so. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Der kam mal zu dir. Wusstest du schon? Mein Neffe, bald kommt LS22 raus. Jetzt weiß ich mehr als du, ne? Und dann hast du ihm natürlich direkt einen Konter gegeben, ne? LS Gamer, servus. Das ist die Ort zum Farm. Ein bisschen wackelige Angelegenheit hier. Ja, aber wie ihr seht, manche will er das auch nicht ordentlich aufnehmen, ne? Proxy-Krümmel, moin! Nico, das ist eine vorgefertigte BGA, die kann man leider nicht entfernen. Hallo Melvin, wann kommt das nächste LS22 durch? Ja, spätestens am Freitag. Eine Freundin namens Twitch und FIFA, ach so. Oh, da, kennt man die? Das ist immer noch da mit dem Gas geben. Mal raus und wieder reingesteckt. Sauber gepustet. Michaela, moin. Na guck mal, das Schiebeschild will auch gerade gar nicht mehr hier voll, so wirklich, ne? Schiebt doch fast nichts mehr, Mann, ey. Das einmal funktionieren würde, wäre schon sehr glücklich. Moin, Hendrik, willkommen. Patti, herzlich willkommen. Okay, Leute, gleich haben wir 300 Daumen. Gleich haben wir die 300 drin. Ciao, ciao, XX. Danke fürs Zuschauen. Katharina, ich grüße dich. Moinsen. Das klingt voll nach, du hast einen Freund in mir. Du musst an die Alma gehen und LS22 spielen, die ist zu weit weg für mich. Also mal so schnell in die Schweiz fahren ist nicht. Hi Depp von Dienst, guten Abend und herzlich willkommen. Zum genüsslichen und entspannten Livestream zum Zurücklehnen. Also als Mod bist du heute quasi arbeitslos. Liken, Henrik, unterm Video. Ist wie den Abonnieren-Knopf drücken. Geht auch unterm Video. Gut gelaufen, moin. Grüß dich. Guck, will einfach nicht voll gehen. 1600 Liter. Geht nicht voller. Ja, jetzt geht's voll. Aber warum erst jetzt? Banana Play, moin. Grüße in die Schweiz. Schön, dass du da bist. Ja, was heißt alles fit? Rücken halt, aber ansonsten geht's gut, ja. Und ich fahre ja schon extra langsam. Aber guckt, er will es einfach nicht ordentlich schieben.
Was ich für ein WLAN habe? Ein WLAN habe ich schon mal gar nicht, nein. WLAN wäre mein Untergang für Streaming. Wenn ich tatsächlich hier im WLAN was machen würde. Du hattest bis heute schlecht... Bis heute, genau. Und dann hast du heute endlich mal einen Livestream gesehen und dann gedacht so, jetzt... ist die Laune... Welcome back. Welcome back, gute Laune. Sollen wir das vielleicht feiern? Ja, wackelt doch noch ein bisschen mehr hier. Heidewitzka. Guckt euch das mal an hier, ey. Wenn ich so ein Real Life schieben würde, schlimm. Ja, die Musik zum Einschlafen, ne? Das waren die Spiele, Leon. Schauen wir mal. Wie gesagt, Frau ist krank. Denke mal, nicht ganz so lang. Ein bisschen um meine Frau kümmern. Zumindest vielleicht noch einen Tee machen und so was. Das gehört dazu, ne? Das Eheleben. Beruflich schon. Okay, Alex, ich hoffe, alles gut. Dass ich das vielleicht auch so weit bis jetzt geklärt habe. Vielen Dank, Leute. 300 Daumen. Trotzdem super. Dankeschön für die ganzen Däumels. Da würde kein Kaffee in der Tasse bleiben, bei dem gewackelt. Der Kaffee wäre auf jeden Fall auf dem Boden verteilt. Das auf jeden Fall. Gut wäre was anderes. Ich glaube, dass das Schild zu steil nach vorne geht. Meinst du? Muss ich nochmal ausprobieren. Naja, Chef würde sagen, hier, Kündigung. Naja, also zu steil ist es eigentlich nicht. Richtig hier aus, Thomas, dankeschön. Du kannst gerne helfen kommen, Philipp, ja. Da steht ja noch ein Radlader, packst dir die Schaufel. Und mach mal einmal hier ein Keilsiedel draus. Jetzt ja, nachdem wir uns angeschrieben haben. Du und dein Chef, oh oh. Moin Jonas, grüß dich, schön, dass du da bist. Julian, da das hier PS4 ist, tatsächlich nur Mod-Hub-Mods, ja. Hallo Leon, moin. Ach guck mal, da kommt endlich Hilfe. Henrik, das ist Jonas nennt sich das. Einfach nur Jonas. Bananenplayer, heute ist es tatsächlich wieder ruhiger. Ich bin mir ziemlich sicher, es liegt wieder an PS4. Es ist ganz, ganz komisch. Diese MySexy-Streams, die gehen durch die Decke. Das ist der Wahnsinn, Leute. Alle MySexy-Streams, die letzten 4 Folgen, über 6.000, 7.000 Aufrufe. Mal zu einem Vergleich, Leute. Ich kenne einen YouTuber... Der macht auch Gaming-Streaming auf einer Switch. Der hat 100.000 mittlerweile. Der macht pro Livestream, hat der auch so 7.000 bis 1.000 Zuschauer. Macht aber auf so einem Livestream so zwischen 10.000 und 15.000 Aufrufe. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Und ich mit meinen süßen, in Anführungszeichen, im Vergleich zu ihm, nicht mal 40.000 Abonnenten. So 6.000, 7.000, 8.000 Aufrufe, das ist schon krass viel. Das ist wirklich viel, muss ich dann mal sagen. Und das ist schon verdammt geil. Und das sind diese MySexy-Streams, die momentan absolut begehrt sind. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber ich will mich nicht beschweren, dass es so ist. Und deswegen sage ich auch schon die ganze Zeit, ich will gar nicht erst wissen, wie es zum Release des LS22 hier wird. PC ist gekauft, perfekt. Bei dir läuft auf jeden Fall der Rubel rollt, ne? Luis kann ich mir vorstellen, natürlich.
So, gleich haben wir einen Kaisiedel draus gemacht. Ja, genommen, ja, gerade schon. Wir können aber gleich gerne einmal wieder wechseln. Ja, Jun, das Schiebeschild hier ist aus dem CSZ-Paket. Bei LS22 2000 oder mehr zu. Nee, 2000 nicht. Also 1000 wären schon krass. 1000 Zuschauer zum LS22. So der erste Livestream. Das wäre schon krass. Und dann stellt euch vor, Leute, ich mache dann noch einen 12-Stunden-Livestream. Oder halt ein 2x12-Stunden-Livestream. Oder ein Livestream-Marathon. Das muss man sich jetzt wirklich mal so vorstellen, wenn das dann so wäre. Samuel, servus, grüß dich, moin moin. Schön, dass du da bist. Moin Leon. Also das wäre schon verdammt krass. Kann jemand bei den Kartoffeln... Leute, hier, Kilian braucht Hilfe beim Abfahren von den Kartoffeln, bitte. Einmal helfen. Ich kann mir 2000 vorstellen, hey. Also, man soll ja niemals nee sagen. Vorstellen, ich persönlich kann mir 1000. Ich denke mal, wenn es wirklich 1000 sind, das kann ich mir gut vorstellen. Die sind möglich. Glaube ich nicht, da werden einige große YouTuber live sein. Ja, es werden viele, viele live sein, natürlich. Muss halt mal gucken, wie es läuft, aber man soll ja nicht die Hoffnung verlieren, ne? Vielleicht kann ja auch sein, ne, dass der große YouTuber nicht unbedingt in dem Moment live ist, wo ich dann live bin. Den Unterschied muss man ja auch noch sehen, ne? Da gibt es halt nun mal tatsächlich auch noch Unterschiede zu. Wir schauen einfach mal, Leute. Wir lassen uns eigentlich grundsätzlich einfach überraschen und schauen, wo es uns hinführt. Also, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ich würde mich jetzt auch tatsächlich nicht klein nennen. Also ich denke mal, wenn ich mich jetzt noch kleinen YouTuber nenne, dann wäre ich zu unehrlich zu euch und vor allem auch zu zurückhaltend. Ich denke mal, mit fast 40.000 bist du auch nicht mehr einer der Kleinen. Du hast gerade Samuel gesagt, ich habe mich angesprungen gefühlt. Oh, Bananen, es heißt Samuel, okay. Ehre genommen, hast du die Mods schon? Und heute schon Menschen gemacht? Wie schon Menschen gemacht? Ich lauf doch nicht durch die Welt gehen und sag hier, lass uns Menschen machen. Alles klar, der Verdienst. Dann kannst du mir mal was zu deiner Lieferzeit erzählen. Ob es bei dir auch so lange dauert wegen diversen Corona-Sachen. Also das ist die Oldstream-Farm-Ehre. Musst du Oldstream-Farm, also erstmal einen Server suchen, Feldbewohner und dann Mods laden. Hallo Ingrid, wir grüßen dich. Moin moin, schön, dass du da bist. Boah, ich würde sagen, das ist doch schon mal hier wunderbar. Also zu zweit ging das jetzt auf jeden Fall sehr gut vonstatten hier. Ist schon lustig, wie einfach so ein Radlader auf einer Steilwand fährt, ne? So als wäre es nichts für ihn. Ich bin ja mal gespannt, wie das Maisschieben mit der Pistenraupe wird. Die Pistenraupe im LS22. Aber ist auch gut, dann können wir auch in dem Livestream, in diesen 2x12 Stunden, oder welchen auch immer ich jetzt mache, können wir direkt schon mal das Maishäckseln vorbereiten, ne? Nathalie, moin, servus, grüß dich, schön, dass du da bist. Ob ich bayerisch kann, Julian? Nee, nicht wirklich. Mario, moin. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist.
Echt? Shadow, darunter findest du das? Okay. Melvin, bleibt abzuwarten. Lasst euch überraschen. Gamer Michi, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Kann gerne eine Map vorbereiten, wenn du möchtest. Nein, nein, Alex, es geht um LS22 PC. Wir werden das entweder hier in Livestreams zusammen vorbereiten. Ich will nämlich ziemlich zügig zum Release des LS22 direkt ein Maishäcksel machen. Du kannst es nicht vorbereiten, Alex, weil dann müssten wir auf Konsole spielen. Und das ist mir im LS22 zu schade. Durch Crossplay kann ich euch Konsolenspieler auch einen 16-Slot-Server anbieten. Und ich möchte ja auch zu diesem Moment dann natürlich meinen Didi-Server nutzen, ne? N1 Farming, moin, grüß dich. Na, also ist zumindest mein Plan, meinen Didi-Server dafür auch zu nutzen. Ich kann keine Stelle platzieren. Das hat gar nicht was mit Seasons zu tun. Hi Simon, moin. Machst du ab 10 Tagen zum LS22 einen Story-Countdown? Andy, lasst euch überraschen. Andy, das was küt, das küt. So, ich denke mal, Oshkosh heißt Eichhörnchen. Nee, wir finden noch leider nicht. Warte bitte, bis LS22 kommt. Da können wir dann Crossplay und alle zusammenspielen. So, ich lasse mal kurz die BGA laufen hier. Weil ich muss die Box hier mal leer bekommen. Hans-Feder, nein, den werde ich nicht rausnehmen, weil wenn du ihn nicht findest, suchst du falsch. Er ist da. Okay, dann muss ich mir bis dahin wieder die Wildcard bunkern. Macht dann nur die BGA. Sehr gerne, Alex. Sehr, sehr gerne. Vielleicht wirst du ja tatsächlich das 100. Kanalmitglied. Man weiß. Welche Map kann man super im Einzelspieler spielen? Ja, die Oldsmith Farm. So wirklich hier eine sehr schöne Map. Was machen die hier eigentlich? Der Hudson. Was hat der hier vor? Samuel, ich muss aber gerade hier die Silage verkaufen. Damit ich die Box wieder leer bekomme. Mika, Server beitreten wollen? Da siehst du dann, welche Mods du benötigst. Da freue ich mich auch drauf. LS22, ein Knöpfchen drücken. Aua. Ah. Fuß angeschlagen. Oh, LS22, ein Knöpfchen drücken. Und schon lädt man alle Mods herunter. Das kann doch nur gut sein, oder? Ja, Fendt Katana auf jeden Fall. Also bei MySexen werde ich auf jeden Fall direkt mit reinnehmen. Den Fendt Katana, wenn ich sogar direkt zweimal. Also ein bisschen so die neuen Gerätschaften. Gibt es noch eine Map aus Austin Farm für einen Singleplayer? Mühlenkreis Mittelland? Kann man eigentlich tatsächlich auch ganz gut machen. Welche hätten wir denn noch? Eine gute. Lass mich mal überlegen. Warte mal. Oldstream Farm, Mühlenkreis Mittelland. Da wird es schon schwieriger, weil man muss ja wirklich darauf achten. Müsste ja eher eine etwas kleinere sein, ne? The Rally the Old Farm, glaube ich, kann man auch ganz gut machen. Oh, da gehen mehr als 20.000 Liter rein. Cool. Ja, Ellerbach muss man halt sagen, Nico, Ellerbach ist schwierig für einen Singleplayer, weil sie halt sehr groß ist. Nichts gegen die Ellerbach, natürlich. Ist wirklich eine Top-Map, aber für einen Singleplayer, also bin ich davon noch nicht so überzeugt, weil sie einfach sehr mächtig ist, ne? Gibt es New Holland im LS22? Natürlich, Luca, gibt es aber auch Infos auf meinem Kanal. Jeden Freitag 14 Uhr kommen die Factsheets, also ein Factsheet Friday Video auf meinem Kanal. Weilchen 2K20, ja, die ist noch ganz gut für den Singleplayer, das stimmt, Andy, die kann man gut spielen. Ach, Leute,
Nee, Leute, manchmal ist das Leben einfach nicht lustig. Freue mich schon wieder auf Freitag und Samstagabend zum Zocken. Ja, kannst auch gerne hier bei uns mitmachen, ne? Gibt es Rundumleuchten realistisch auf der PS4? Im LS22 weiß ich nicht. Es gibt hier noch nicht sonderlich viele Infos zur endgültigen Grafik. Ja, Galaxy Game SnowRunner habe ich schon gespielt. Da ist doch schon einiges drin, ne? Florian, Ausrufezeichen mitspielen. Wann kommt der nächste Hackestream? Junkie, ich habe Bock. Ich denke mal am Donnerstag. Ja, dass wir Donnerstag dann eventuell wieder PC-Livestream machen. Häckseln. Na, Mais. Haben die Maschine jetzt beim letzten Mal so schön hingestellt. Wir haben noch genug zu tun. Roy Simon, moin. Welcome back. Einmal moin reicht aber. Ich sehe dich. Crossplay wird mit Gaming God auf jeden Fall. Mit Crossplay und ich bin immer, wie gesagt, auf das Helfermenü gespannt. Da ist ja wirklich noch. Da sind ja wirklich noch fast keine Infos zugekommen, ne? Wie wird das Helfermenü jetzt sein? Da gibt es ja viele, viele Überlegungen, auch von anderen YouTubern, auch von mir, was wir da für Möglichkeiten bekommen. Julian, ich spiele kein Minecraft. So, auf dem Server müsste rein theoretisch noch mindestens ein Plätzchen frei sein, ne? Sag deiner Frau gute Besserung, das mache ich, Nico, dankeschön. Freue mich schon auf Schäferlader. Du meinst hier Hoflader. Bist der beste YouTuber Galaxy, dankeschön. Könnte ich den Mitgliedschaftsbonus auch einen Monat nach Release vom LS22 einlösen? Nein. Diese 99 Cent werden einmalig zum LS22 Release dazukommen. Weil das soll einfach mal ein Dankeschön für die Mitgliedschaft sein. Wenn ich nämlich jetzt hingehe und diese Mitgliedschaft für 99 Cent immer drin lasse und es gibt hier, sage ich mal, 40 Leute, die diese Mitgliedschaft abschließen, jeden Monat, dann können mindestens schon mal 40 Leute jeden Monat mindestens einmal fest mitspielen. Stell dir mal vor, was dann los ist. Dann komme ich ja nicht mehr hinterher mit diesem Wechsel, dann kriegt ja fast keiner mehr die Chance. Nein, das ist tatsächlich bis zum Release eine einmalige Sache, um Danke zu sagen. Das haben auch schon einige genutzt. Ich glaube, so 25 Leute haben tatsächlich schon diese 99 Cent investiert, um sich einen Multiplayer-Platz zu bunkern. Und dann werden die ersten Livestreams auf jeden Fall für euch gebunkert. Tobias, richtig hier aus Dankeschön. Julian, die ist einfach krank. Also einfach. Es ist halt schon wieder krank, ne? Das ist kacke. Krank sein ist immer kacke. Ja, bist du einfach geschwächt und lustlos und... Ja. Du bunkerst dir quasi einen Multiplayer-Platz, Andy. Wenn du Kanalmitglied, Minimum Praktikant bist, natürlich alles darüber auch, dann bunkerst du dir für die ersten... Für den ersten Livestream oder die ersten Livestreams, je nachdem wie viele Leute es sind, ein Multiplayer-Platz. Das bedeutet, ich bin live, spiele in LS22 zum Release mit euch im Multiplayer und dann kriegst du die Chance, direkt zu joinen. Einen Platz zu bunkern. Das ist aber halt eine einmalige Sache. Also wenn du sie hier quasi jetzt abschließen würdest, dann würdest du immer noch die Chance haben, es zweimal einzulösen. Dieser Bonus gilt noch bis zum Release des LS22. Für wie lange, Annie, das überlege ich mir noch. Du bist es ja schon mal, deswegen lass dich überraschen. So, jetzt habe ich den Bunker hier gleich leer. Dann kann ich auf jeden Fall wieder andere Arbeit nachgehen. Ja, natürlich, Hans-Peter, wir können gerne nochmal... Manetti ist ja schon was länger dabei. Und der Mo hat ja schon mitgespielt. Johannes! Moin, dankeschön! Bin heute spät dran. Moin Johannes, jetzt packst du aber hier die Oldies aus, ne? Sehr, sehr gerne. Dankeschön. So, Hans-Peter, ich hab Platz gemacht, ne? Vielen, vielen, vielen Dank, Kai. Für deinen wieder mal heutigen Kanalsupport.
Von 2,22 Euro. Schöne Schnapszahl, dankeschön. So, vorletzte Schaufel. Rindfisch kommt auch, guter Name. Zero Bro, welcome back. Wie viel passt hier eigentlich rein? 50.000? Aber der Silo King ist ja wirklich sehr groß, ne? Wenn da jetzt wirklich nur 10.000 reingepasst wären, hätte ich mich wirklich gewundert. Herr Libra, das ist eine Hochkippschaufel. So nennt die sich. Rindviech bin ich, wenn was ist, kick mich. Ja, okay. Ich werde auf jeden Fall mindestens einmal im Monat die ganze Zeit drauf sein, weiß ja schon, was ich bald wieder abschließe. Ja, über die Mitgliedschaft ist das auch natürlich möglich. Also den Bonus bekommt ihr nach wie vor. Da bin ich euch treu. Hallo Marco, guten Abend. Wer eher angekommen, habt mich aber mit einem Bekannten mit dem Gebäudemodden beschäftigt. Wie Gebäudemodden? Was hast du denn vor? Hi Nico, moin, gut, wie geht's dir? Sowieso gut, weil morgen ist schon wieder Mittwoch. Schon bald wieder Wochenende. Boah, ne, ich brauch nicht Thomas, die kleine Lokomotive. Wenn ich mit mir den Praktikanten jetzt hole, könnte ich den Bonus auch 3 bis 4 Monate nach Release einlösen. Ach so. Ja klar. Das ja, Shadow, das ist kein Problem. Ihr müsst das nicht beim ersten Livestream machen, wenn ihr nicht könnt oder wollt oder dürft oder so. Nein, nein. Wenn ihr natürlich diese Mitgliedschaft habt und den Bonus noch nicht eingelöst habt, habt ihr die Chance, den Bonus dann einzulösen, wenn es soweit ist. Gebäude bauen für meine Karte im LS22, nur Modell texturieren werde ich sie erst, wenn der LS raus ist. Ach so. Bist du jetzt auch Modder? Jesus Christus, Bulldog. Ja, Props, Post, Maxi, Post. Was ist mit deinem Bulldog? Jesus Christus hilft dabei nicht, nein. Wie kann ich Mitglied werden? Mika, unter dem Video gibt es die Rubrik Mitglied werden. Weißt du, wie teuer eine Nvidia GeForce 2070 Ti ist? Marco, nein, aber ganz einfach. Geh mal auf Google, dann gibst du mal ein. Nvidia. Ach komm, ich mach das jetzt für dich. Ich habe heute wieder meinen sozialen Tag, Leute. Ihr macht jetzt nochmal die 220 voll. Welche? 2070 Ti. 2070 Ti. Die 2070 Ti. Moment mal, RTX? GTX? RTX heißt die, glaube ich, ne? So eine RTX, ne? 779 Euro. Guten Abend, Niklas. Grüß dich. Moin, Deutzfahr. War gerade am Maisstoppeln mulchen. Seid ihr schon am Mulchen? Okay, sehr geil. Alter, was läuft hier für Musik? Also ich habe 800 Songs gekauft. Ich glaube, die Hälfte davon ist Schrott. Oder zumindest ein Drittel. Ich denke mal, die Hälfte davon war jetzt ein bisschen übertrieben. Hi, nice. Grüß dich. Aber so ein Drittel ist einfach nur Musik. Nee. Braucht man nicht. Hallo Niklas, alles Gute. Ich will endlich LS22 zocken. Sekran, ich weiß. Nee, Serkan, sorry. Ich auch. Ja, Wasserkühlung ist gar nicht so teuer. Ich glaube, Wasserkühlung kostet ein Huni so rum. 120, 150 Euro, ne? Dark Ripper, moin. JR, einen wunderschönen. Hoffe, es geht dir gut. Ja, und dir? Dumme Fragen gibt es sowieso nicht, JR. Aber wir spielen heute die Ordnung Farm. Ich habe seit Montag Ferien. Ja, ich weiß, Eugen, ihr habt jetzt. Viele von euch haben jetzt Herbstferien, ne? Ja, das ist. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich buckel mir den Buckel krumm, um mir Brötchen zu kaufen.
Hast du Paul-Fahrzeuge bei dir im Server? Paul, was sind denn Paul-Fahrzeuge? Wasserkühlung sehr zu empfehlen. Ja, ich hatte es auch überlegt, umzurüsten, aber... Ach ja. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich will nicht, dass die Woche so schnell vorbeigeht, denn BBZ macht es voll Spaß. Ja, deswegen geht ja auch die Woche so schnell vorbei. Wenn man Spaß hat, geht es verdammt schnell. Aber Weizfahrer, das musst du für dich wissen. Also ich bin halt großer Fan von der Ellerbach. Oder eher gesagt bei uns die Chaosbach, ne? Timo Polles, moin! Denkt dran, Leute, wenn ihr ein Abo raushaut, schreibt es einfach mal in den Chat. Wenn es nicht auf öffentlich steht und somit nicht angezeigt wird, wenigstens in den Chat reinschreiben. Aber was soll ich jetzt sagen, Banane? Ich muss noch bis Dezember durcharbeiten. Dann über Weihnachten habe ich ein bisschen frei. Das ist das Geile hier, alle schwärmen von Ferien und ja. Miffin, Dankeschön fürs Abo. Ich suche gerade ein vernünftiges Lied hier. Das ist ganz gut. Mein Freund schreibt mir gerade so, was machst du? Ich im Bett liegen, er allein. Ich, ja, natürlich, er, okay. Ich, warum fragst du? Oder warum fragst er? Ach, nur so. Er wollte bestimmt noch was mit dir unternehmen. Wasserkühlung nur für CPU oder Vollwasserkühlung? Aha. Muss man auch noch drauf achten. Du arbeiten, ich Ferien. Okay, Nico. Dankeschön, Galaxy. Also wenn jetzt so viele Abos reinkommen, Leute, muss das Ding doch nach oben springen jetzt hier. Ja, ich will es nicht direkt arme Sau nennen, Ingrid, nur von nix kütt nix, ne? Geld wächst nicht auf Bäumen, habe ich gelernt. Sehr geil, Justiano. Zwei Hexer und vier Abfahrern. Ach ne, vier Tage auf dem Feld. Ich gehe meistens im Fern auf dem Bauernhof helfen. Nice, Andy. Sehr cool. Ne, 20 Uhr ging um was anderes. Okay, du Geld verdienen, ich Geld ausgeben, okay? Bin Mitglied. Ne, Mika, dann wärst du grün. Wenn du eine Kanalmitgliedschaft abschließt. Aber Timo Polles haut tatsächlich ein öffentliches Abo raus. Dankeschön. Hi, Markus. Deinen Kühen geht's nicht sehr gut. Ja, dann müssten wir die mal versorgen. Oh, wow, wow, wow. Ach, du heiliger Bimbam. Die Kühe produzieren ja gar nichts mehr. Die Kühe sind ja quasi tot. Ich habe 100 Schweine? Das sind viel zu viele. Ah, nee. Ich habe 100 Schweine mittlerweile. Ich wollte eigentlich nie mehr als 50. Ja, dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Geld. Ja, ich hätte irgendwie an Klingelstreich, habe ich gerade auch gedacht. Ach, guck mal, unsere Gewächshäuser sind aber wieder versorgt. Sehr schön. Gaming Boys, servus, moin. Was geht, GBS? Krass. Okay, an die, das hätte ich jetzt nicht gewusst. So, Leute, eigentlich 50 Schweine. Mehr wollte ich nie auf dem Hof halten. Hallo Norbert, guten Abend. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut geschätzt, ne? Nur 6 unter 50. So. Ja, ich weiß, ich habe natürlich jetzt nichts mehr an Futter. Nee, auch nicht, alles gut. Okay, Ali Bro, danke schön, schönen Abend noch. Ich habe die voll vergessen, genauso wie die Kühe. Die Hühner haben fleißig produziert, die Schafe, das geht auch noch so gerade. Aber muss ich tatsächlich sagen, aber okay, bei 80.000 Liter Milch ist das klar, ne? Dass die natürlich ordentlich produziert haben. Ne, Julian, das ist ja der Landwirtschaftssimulator und nicht der Bausimulator. Deswegen besitze ich hier keine Baumaschinen. Und was sind jetzt noch 76.000? Ich habe ja schon 10.000 weggefahren. Ich meine, es waren knapp 87.000 Liter. Das ist schon echt krass, ja.
Ich will weg von Luftkühlung, will Wasserkühlung und halt mehr und mehr aufrüsten, bevor ich meinen neuen PC kaufe. Was für eine Grafik hast du denn? Ich habe eine RTX 2070 tatsächlich. Mit der ich auch sehr zufrieden bin. So, LS22 mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Intel i9, 9900, RTX 2070. Bin da noch ein bisschen mit der Bildschirmauflösung am rumprobieren. Aber ich mache mir eigentlich keine Gedanken. Also ich mache mir keine Gedanken darum, dass da irgendwas schief gehen könnte. Ich glaube, muss man auch nicht. Also man hat die Systemvoraussetzung, die Mindestvoraussetzung. Ja, es ist mittlerweile ein i5 und der i9 hängt ja nochmal eine Stufe darüber. Da mache ich eigentlich keine Gedanken. Bei mir muss man halt immer noch den Unterschied sehen, bei mir kommt das Streaming noch dazu. Sonst wäre es locker ausreichend. Ja, Steffen, Oddstream Farm ist tatsächlich eine sehr schöne Map. Sie ist halt sehr detailreich, ne? Sie ist nicht zu groß. Kannst du schön was mitmachen. Nein, Julian, Baumaschinen wird es so vielleicht mal als Mods geben, wie auch im LS19. Aber von Giants selber, klar, wenn du jetzt Forst Baumaschinen nennst, Forst ist ja mit dabei. Aber du wirst jetzt nicht von Beginn an irgendwie einen Bagger oder so haben. Natürlich einen Radlader wird es geben, das ist ja auch eine Art Baumaschine. Sowas ist natürlich wieder mit dabei. Zum Beispiel von Klaas. Na, Torion und so, die sind ja alle am Start. Woher weiß ich, dass ich einen i5 habe? Igo, naja, wenn du einen PC selbst gekauft hast, weiß man es eigentlich. Night Timmy, herzlich willkommen. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Und wenn du das nicht weißt, dann machst du, glaube ich, nur aus Rechtsklick auf deinen Desktop. Und ich glaube, dann ist das Anzeigeeinstellung. Und dann bei Info. Ja, bei mir steht hier drin Intel Core i9-9900K mit 3,6 GHz, 16 GB RAM. Ja, Windows 10 ist klar. Ja. Ja. Hallo Dino, moin. Okay, Johannes, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, warum steht der hier eigentlich jetzt rum? Ich verstehe es nicht. Leon, die Wiese kommt, das gemähte Gras, nicht die Wiese, du hast gemähtes Gras. Wenn du die Wiese aufnehmen würdest, ist der Ladewagen zu tief. Fährst du bitte zu BGA. Vorsicht, Fußgänger. Night Gamer, servus. Ja, LS22 würde wahrscheinlich so wieder sein, durch Fußgänger könnt ihr durchfahren. Hat ja ein bisschen was mit der USK-Einstufung zu tun. Ist ja nach wie vor auf 0 Jahre. Anna Belaon, moin. Grüß dich? Hallo? Bin mir manchmal sehr unsicher, ob es jetzt wirklich MW ist oder Account von Mama. Ich habe keine Ahnung. Ratschel, du willst ein Würstchen haben? Ja, warte, habe ich für dich. Warte, da. Pokémon im Karton. Gong, 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 gong. Ein paar Bockwürstchen für Shadow. Na, ich denke mal, 400 Daumen sind noch drin, ne? Muss den Radlader auf Hof programmieren, der fährt allein zum Hof zurück. Das soll er doch tun, oder? So, da wird mit dem Ladewagen eingefahren, sehr gut. Ist hier eigentlich auch noch was? Ist hier schon wieder alles weg? Oh, geil. Alles schon weggefahren. Sehr cool. Ich habe Luft, Marco. Luftkühlung. Kann man es nennen, die alte traditionelle Luftkühlung? Aber ich bin zufrieden. Also ich habe keinerlei Probleme. Ich spiele LS19 auf höchster Grafik. Ach ja, Neo, da war ja was, ja. Ich spiele LS19 auf höchster Grafik. Ich kann die ganzen neuen Spiele auf höchster Grafik spielen. Also ich mache eigentlich keinen Gedanken. Hallo, Dev.
bin neu hier, die Streams, die ich gesehen habe, habe ich gefeiert. Aber die neuen feierst du nicht mehr, ne? Ey, echt, Kilian, hast du das fertig gemacht? Weißt du, dafür hast du eigentlich einen Fufi verdient. Mika, Mitgliedschaft geht. Unterm Video gibt es die Rubrik Kanalmitglied werden. Ach nee, nicht schon der wieder. Ach nee, nicht wieder mein Info-Dude hier. Nee. Nee, Ende der 9 gibt es erste Release vom LS22. Ich hab's vor kurzem gespoilert, ne? Denk mal, habt ihr gesehen, in den Factsheets habe ich den neuen. Ich weiß, ist euch das gar nicht aufgefallen? Ich glaube, das ist hier fast keinem aufgefallen, ne? Ist euch aufgefallen, dass ich in den Factsheets zu, ich glaube, zu Deutz war das, wo Deutz bekannt gegeben wurde, dass ich da euch meinen neuen Pijoko im Karton gezeigt habe? Ist gar nicht aufgefallen, oder? Der F-Duff, ne, nicht der F-Duff. Ist ja wieder LKW, dankeschön. Hier vorne nicht so frech. Ja, schäme ich. Krieg ich in die Ecke. Hallo Marc, moin. Okay, Leute, wir haben 222 Abos. Einer muss einen ausgeben hier. Nächstes Mal so eine richtig große, krumme, gerade Zahl haben wir bei 44.444, ne? Ja, sicher war mir das aufgefallen. Ja, aber anscheinend den anderen 4.000 nicht. Ben aus Deutschland. Hi, Stolli, moin. Grüß dich, schön, dass du da bist. Stolli, dass wir Ortstream farmen. Natürlich, Dorfkind, wenn noch ein Plätzchen frei ist, darfst du gerne joinen. Also wir haben noch Plätzchen frei, ne? Wer noch Bock hat. Immer der es sieht, muss einen ausgeben. Ja, ich gebe den Livestream aus. Nils und Marc, guten Abend. Nils ist auch aufgefallen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ist ja doch ein paar aufgefallen. Weil es halt absolut keiner in die Kommentare geschrieben hat, hätte ich gedacht, es wäre einfach so gar nicht aufgefallen. Ein wunderschönen Abend noch und morgen und übermorgen einen schönen Tag, Patrick. Ich hoffe, deine Frau holt sich schnell gute Besserung und viel Spaß noch in den nächsten Tagen. Jo, Shadow, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ja, Gamefan, natürlich habe ich die gelesen. Aber du brauchst dich dafür ja nicht entschuldigen. Das ist doch absolut gar kein Problem. Keiner macht dich deswegen in meinen Videos schlecht. Mir ist wieder schlecht, weil schon wieder was passiert. So, Moment, noch einen Wagen. Ich wollte gerade sagen, einen Wagen Sand, auch geil. Ein Fass voll Wasser. Ciao, Deutschfahrer, mach's gut. Ihr weiß ja nicht, ob dich irgendjemand geärgert hat oder so. Nietzsche ist krank. Erkältung. Ärgerlich. Deswegen mache ich heute auch nicht so krass bis in die Puppen. Ja, ich wollte es jetzt mal kurz fragen. Ja, Moment. Also wir machen natürlich noch ein bisschen. Aber ich bin halt ein zuvorkommender Ehemann, ne? So. Das fällt mich halt immer ab wegen der Bildqualität. Ja, ist doch alles okay. Alles gut. Ja, mach ich, Norbert. Danke, Leute, das ist so nett von euch. Vielen Dank. Dankeschön. Sag mal, ist das traurig, wenn man sein Steam-Profil aufruft, dann nach vorne geht und da steht dann 0? Nein, weil Weizenfarmer, ich habe offiziell eigentlich bei Steam auch keine Freunde. Mich haben einfach nur viele zum Freund hinzufügen wegen ETS. Das war es aber schon wieder. Sonst, ich hatte ja vorher nie Steam. Das habe ich mir auch nur wegen ETS angeschafft, ne?
Aber natürlich, ja, geil, ich hab dich richtig lieb, weißt du doch. So richtig volle Doll und ich bin, um mal jetzt wirklich es ernst zu machen, mega stolz, dass ich jemanden hab, der wirklich an solche Infos rankommt, die ich über Fatzebook zum Beispiel nicht bekomme, weil ich da einfach nicht unterwegs bin. Und wie du gesehen hast, wir konnten schon das ein oder andere Video dazu machen, wo ja wirklich keiner darüber Bescheid wusste, ne? Alter, wie viel Mist haben wir hier bitte? Leute, wie... Alter, wie lang war ich hier nicht mehr? Oh. 125.000 Liter Mist. Bei 100 Kühen. Das ist krass. Wenn später keiner mehr joinen will, können dann die Menschen die schon wieder rein. Ja. Ihr könnt gerne joinen. Also wenn der Server jetzt noch nicht voll ist, joint rein. Willst du die nur... Ach ja. Gigan, mega. Top Leistung. Guck mal, für 20.000 Euro. Sehr, sehr geil. Also Ballenpressen würde ich jetzt nicht unbedingt annehmen. Das ist alles... alles Ballenpressen. So, zack. Hab eine Frage, kostet alles Multiplayer auf dem PC? Nee, darf auf dem PC, musst du für Multiplayer tatsächlich keinen lausigen Cent bezahlen. Du kannst da Felder drücken mit Mist, dann hast du bestimmt auch sehr viel Gülle. Ja, eigentlich müssten wir unsere Felder, also wir haben ja sowieso keinen Mineraldünger mehr, den wir kaufen. Wir machen alles nur noch mit eigenem Dünger. Mineraldünger ist halt nun mal auch sehr teuer. Und versuchen dementsprechend es selbst vorzubereiten. Also Freunde, wenn nichts dazwischen kommt, dürfte ich eigentlich am Donnerstag wieder live sein. Und dann werden wir am Donnerstag auf jeden Fall das Maishäckseln fertig machen. Und ich werde mal was richtig Gutes überlegen. Also so ein Trecker, den ich vielleicht so gut wie noch nie oder super selten gefahren bin. Lasst euch da wirklich mal überraschen. Kann nur gut werden. Also sollte dann 19 Uhr losgehen, ne? Ja, das ist schon geil, Gaming Fun. Also wirklich Mühe müsste eigentlich belohnt werden und das ist schon echt geil. Na, darf ich, habe grundsätzlich keine Lieblingstraktoren, nenne ich es mal so. Also Lieblingshersteller ist für mich John Deere und Klaas. Und der Rest, der kommt so dazu, ne? Oh, die Schnapszahl ist schon wieder weg. Wir sind schon wieder bei 21. Wir waren gerade bei 222. Eine wunderschöne Schnapszahl. Hallo, Lukas. Und ein Moin geht raus an Nico. Hallo, Patrick. Habt ihr auch einen MB-Trag? Den gibt's auf PS4 nicht. Hallo, Marco. Guck mal, Rindviech da oben schön am Dreschen. Testet noch seine Lichter nebenbei. Kennst du den Mod? Alles in einem Kaufstadion. Was ist denn ein Kaufstadion? Danke, Gaming Fun. Also das weiß man wirklich sehr zu schätzen und ich weiß es auch zu schätzen. Moin Moin Jan, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich würde ja eigentlich glatt sagen, Gaming Fun, LS22, hast du vor zu zocken? Dann gibt es da so ein kleines Dankeschön von mir. Simeon, moin, grüß dich. Ja, Patrick, jetzt gerade PS4. Ich bin aber auch PC-Zocker. Zum Beispiel jetzt am, wie gesagt, Donnerstag 19 Uhr, wenn es schief geht, Maishäckseln auf der Stappenbach geht weiter, ne? Ja, Kubota auch sehr schön. Also auf jeden Fall. Wie viele Mods hast du hier drauf? Julian, ich glaube, so aus dem Farm so 20 Stück. Müssten es eigentlich sein.
LS22, ja, aber ich zocke allein. Okay, dann kann ich dir leider keine Wildcard schenken. Schade. So als Dankeschön, weißt du. Für deine Mühe, die du dir machst. CR. Wahrscheinlich Cristiano Ronaldo. Hallo. Liam, ich grüße dich. Moin, moin. Grüße gehen raus. Ich zahle, ja. Multiplayer darf. PS4 kostet mich 60 Euro im Jahr. Kommt aber durch die Kanaleinnahmen, nenne ich sie mal so. Also wenn ihr mir Geld spendet, sage ich ja immer, das stecke ich in den Kanal rein. Und davon kaufe ich dann zum Beispiel PlayStation Plus, um mit euch allen im Multiplayer zu spielen. Hi Mario, moin. Mensch Mario, bald müsstest du ja eigentlich das bronzefarbene Krönchen haben, ne? Bist du der Meinung auch, dass es alle Nicht-Script-Mods auf der PS4 geben sollte? Warte, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich bin halt, oder ich habe halt die Infos und weiß es auch so von Giants und so, dass es natürlich so ist, dass eine Konsole an ihr Maximum irgendwann mal kommt. Das hört man vor allem bei der alten PS4, wenn der Kühler da mal anspringt, der Lüfter, nicht der Kühler, der Lüfter anspringt, dann ist die verdammt laut. Jetzt stell dir mal vor, es würden irgendwelche anspruchsvollen Mods auf der Konsole geben und durch diesen Mod reichst dir die Konsole auseinander. Also sie funktioniert einfach nicht mehr. Wen nimmst du in Verantwortung? Grundsätzlich würde man Giants in Verantwortung dazu ziehen, weil sie den Mod freigegeben haben und dadurch die PlayStation kaputt ist. Was meinst du, wie oft Giants dann wahrscheinlich vor Gericht steht und irgendeine Konsole ersetzen muss? Und deswegen finde ich es natürlich richtig, dass es eine Prüfung dieser Mods gibt und einfach nicht alles auf einer PS4 geht. Das ist wie jetzt. Der LS22 wird Abstriche ziehen müssen, was den Konsolengaming PS4, also alte Konsolengeneration, PS4, Xbox angeht. Und die neue wird natürlich einiges mehr wieder können, weil sie einfach leistungsstärker ist. Da muss man so ein paar Abstriche ziehen und es wirklich so akzeptieren. Das ist wie mit den Slots. Viele Konsolenspieler sind sehr unzufrieden, was diese Slotbegrenzung angeht. Sind sie jetzt auch im Crossplay zum LS22, wenn ihr auf dem PC einen Server erstellt und ein Konsolenspieler tritt bei, dann ist automatisch eine Slotbegrenzung aktiviert. Und es ist einfach, um euch die Konsole zu schützen. Ja, weil wir haben nichts davon, wenn ihr hier 10.000 Traktoren auf der Map habt und eure PlayStation abrauscht und ihr nie wieder zocken könnt oder euch erstmal eine neue kaufen müsst oder reparieren und dann irgendjemanden in Verantwortung ziehen müsst. Da muss man sich natürlich absichern. Also deswegen bin ich da ganz klar eigentlich der Meinung, es ist schon richtig so, wie es ist mit Slots und Skripten und sowas. Und wenn Sony und Microsoft sagen, ja nee, wir wollen das auf unseren Konsolen nicht, ja dann ist das so, ne? Zockst du morgen wieder LS19 PC, dann würde ich mit dir mitspielen. Pilot M10, morgen bin ich nicht live, ich bin am Donnerstag 19 Uhr höchstwahrscheinlich wieder live. MySexeln auf dem PC. Wenn der LS22 da ist, dann könnt ihr sowieso alle immer mitspielen durch Crossplay, wie gesagt. Gibt's was Neues zum LS22? Nee, Mario, dann wird's durch. Also kannst du mal meinen Kanal abchecken. Gibt natürlich wie immer die Videos. In der Videobeschreibung findest du den Link zu der Playlist. Aber ansonsten ist ja all das, was auf meinem Kanal zu sehen ist, das Aktuellste, was ich habe. Der LS22 kommt an meinem Geburtstag raus. Oh, geil, 20.11. Ja, ich weiß, aber lieb von dir, aber Geschenke und brauche ich nicht, soll nicht böse klingen, aber mir war sogar damals egal, ob du mich erwähnst oder nicht. Okay, dann sage ich ab sofort nur noch der Trottel von nebenan. Bitte mit Humor nehmen, sorry. Weil ich hätte echt gerne die ganzen Oldtimer-Mods, die es auf PC-Spiele haben. Naja, Patrick, dann muss man dazu leider sagen, dann müsstest du dir einen PC kaufen, dann hättest du sie. Na, ich habe das damals auch immer so gedacht, so, ja, oh geil, da ein Oldtimer und dann gibt's da ein John Deere von Agrardesign mit Nastus Sound und dann, ach, Klaas, als es noch nicht das Platinum-DLC gab und dann dachte ich auch so, oh, das ist schon geil. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich erweitere meinen Kanal zusätzlich noch auf PC. Und seit gut anderthalb Jahren bin ich jetzt auch PC-Livestreamer. Und ich bereue keine Minute davon, man sieht es allein schon an den Abozähler. Seitdem ich auf PC zocke, die Kanalerweiterung geht's ab, Leute, das ist Wahnsinn. Guck mal, wir sind unter 800 Abos für die 40.000. 40.000! Hallo Janis, moin. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 40.000 Leute.
Manuel, moin. Und da ist es mir eigentlich grundsätzlich egal, wie viele im Livestream sind, wie viele sich die Videos angucken. Es ist einfach eine gesplittete Community. Die einen abonnieren in den Livestreams, die anderen abonnieren, weil sie die Videos mögen bei mir. Das ist einfach der absolute Unterschied. Deswegen, klar, man überlegt sich so, ah, warum ist denn so wenig los? Ist doch ein bisschen doof, ne? 140 Leute, das ist wirklich nicht viel. Von einem halben Jahr, 3, 4, 5 Monate, da war ich noch mit 300 bis 400 Leuten im Livestream unterwegs. Und dann denke ich mir wiederum, ja, das hängt aber auch damit zusammen, ich mache verdammt viele Videos, ja, Infovideos. Guck mal, ich habe jetzt allein durch das Video von den Factsheets am Freitag, habe ich bis heute durch dieses Video schon wieder an die 40 Abos gemacht. Offline. Wir haben den letzten Livestream beendet mit 170, 180 Abos und den nächsten Livestream 2 Tage später, also heute, mit 212 gestartet. Also ich habe mal knapp 30 Abos offline gemacht. Das sind einfach Leute, die mich abonnieren, weil ihnen meine Videos gefallen. Die hängen aber dann nicht unbedingt im Livestream mit da drin. Und das ist einfach dieser große Unterschied. Das muss man sich... Einfachstes Beispiel ist Ansgar, Leute. Der hat über 300, ich glaube, nee, der hat schon 400.000 voll. Wenn der live ist, dann hat der auch so, sag ich mal, 1.000 Zuschauer. Ja, 1.000 von 400.000. Muss man sich mal ein bisschen ausrechnen. Ich kann jetzt nicht so schnell Prozentrechnung machen. Aber ich mit meinen damals noch 30.000 Abonnenten hatte schon knapp 800 Zuschauer. Und da ist dieser Unterschied. Ne? Das kommt immer darauf an, was ihr wirklich macht. Ich fixiere mich auf Livestreams und Videos. Und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Also gerade die Videos, die bereiten mir wirklich viel Freude, euch da immer auf dem Laufenden zu halten. Ein ganz beliebtes Video, was ich erst vor knapp einem Monat hochgeladen habe, ist dieses Oldtimer-Video. Es wird ja Oldtimer im LS22 geben. Das hat fast 60.000 Aufrufe und über 1.500 Daumen nach oben. Moin, komisch. Mir geht's gut, wie geht's dir? Hallo Tim, herzlich willkommen. Ciao, Benny. Ich kenne Minecraft Duff, ja, ich habe das auch mal gespielt, aber nach leider 10 Minuten wieder ausgemacht. Ist leider kein Spiel für mich. Aber ich bin froh, dass es Giants geschafft hat, den LS22 wieder realistisch Motorsounds hat, so wie im 17.19 hatten sie, das finde ich verkackt. Ja, Party, grundsätzlich, da wirst du sowieso nie jeden zusammen zufriedenstellen können. Ich habe jetzt schon wieder Nachrichten von Leuten bekommen, die sagen, die Sounds sind immer noch nicht realistisch, die sind immer noch doof. Da gehen die Meinungen auseinander. Carry, danke, habe ich gesehen. Hallo Ben Hyper. Du wirst es nie schaffen, jeden zu zufriedenzustellen. Ich persönlich freue mich auf den LS22 und ich persönlich bin auch der Meinung, es wird mit der beste Simulator in der Landwirtschaft. Es wird der beste Landwirtschaftssimulator. Die Sounds, die Produktionen, die Gangschaltung, klar, das gibt es schon als Mod im LS19. Aber vom Entwickler selbst zur Verfügung gestellt, finde ich es einfach nochmal so ein... Ich finde es ein Klaps nach oben. Weil Giants halt auch auf die Community eingeht. Und ich will dieses Spiel nicht vermarkten, damit ihr das unbedingt über meinen Link vorbestellt. So einer bin ich nicht, Leute. Das wissen auch alle, die mich abonniert haben hier, dass ich einfach nicht auf dieses... Ich mache YouTube nicht, um Profit zu erzielen. Ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht. Ich setze mich gerne hier hin, bin gerne für euch live. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr könnt es kostenfrei über Like und Abo machen. Und der Rest kommt von allein, Leute. Und es ist einfach nur krass, was passiert ist. So, ich werde schon wieder zu sentimental. Nee, Gaming-Fan, ich habe gehört, das war der von nebenan. Ja, John, Linus, der ist ja auch mal auf YouTube live gewesen. Da waren es auch knapp über 1.000. Wenn im TV nur Müll kommt, Livestream geht immer Danke dafür. Marv-Man. Ja, dann wäre es ja eigentlich auf Ewigkeit. Also nochmal die Info für euch hier, die jetzt neu zugeschaltet haben. Zum LS22 wird es bei mir ein großes Event geben, ein Livestream-Event. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen zwischen 2x12 Stunden Livestream. Privat ist soweit alles geklärt, ist auf jeden Fall fix. Ich möchte dann, sobald ich es kann, ne, sobald ich LS22 zocken kann, entweder mache ich an dem Wochenende dann ein 2x12 Stunden Livestream. Das heißt, ich komme samstags irgendwo gegen 8 Uhr on, 12 Stunden, dann essen, schlafen und am nächsten Tag, also der Sonntag, wieder 8 Uhr, nochmal 12 Stunden, nur LS22 zocken. Das oder so ein, so eine Art Sub-Marathon nennt man das. Das bedeutet, ich habe eine Fixzeit, ich spiele jetzt für 4 Stunden LS22 und pro Abo zum Beispiel immer eine Minute länger. Ja, und das kann man dann herausproduzieren bis zu mehreren Stunden.
Ich werde mal überlegen, wie wir es machen. Ich muss mal halt mal gucken, ob ich mir irgendwie so einen Timer bauen kann. Und der von nebenan auch an Gaming. Ja, ja, der von nebenan ist so ein Gaming-Fan, so ein ganz komischer Kauz da, der immer so Infos hat. Der sitzt den ganzen Tag vor PC und macht nichts anderes. Und dann schickt der immer. Weißt du, spammt mich voll hier. Morgens um 6 Uhr kommen da schon die ersten Nachrichten, wo ich arbeiten muss. Ja, ich muss mal gucken, ich kann, bei TP-Stream gibt es tatsächlich so einen Countdown, der kann aber nur Spenden und Subscriptions, aber die Subscriptions von Twitch, also dieses Abonnieren bei Twitch einfangen, der kann leider nicht sagen, so, für eine Spende eine Minute mehr, für ein Abo eine Minute mehr, für eine Kanalmitgliedschaft eine Minute mehr, das geht nicht. Deswegen wollte ich jetzt mal gucken, ob ich mir irgendwie über mein Stream Deck einen Timer bauen kann, wo ich dann auf den Knöpfchen drücke und dann immer so eine Minute oben drauf kommt. Da will ich will mir das halt noch in Ruhe überlegen, ob ich jetzt wirklich so ein 2x12 Stunden oder so ein Marathon mache. Eins von beidem wird es auf jeden Fall bei mir geben, sobald ich den LS22 zocken kann. Ankündigung folgt dann noch. Guck mal zu BGA hoch, hab das Silo schick gemacht und das letzte Gras reingefahren. Gaul, perfekt, komme ich gleich mal gerne vorbei. Ah, es übertreibt halt vollkommen. Nein, das war voll untertrieben. Ich fange doch gerade erst an. LS22 wird der beste Simulator, bis der 24er rauskommt. Ah, Maurice, sei dir mal gar nicht... Nein, du bist hier gar nicht sicher, das weiß ich. Ich glaube allerdings, dass es kein 24er geben wird. Das glaube ich jetzt schon. Ja, es klingt vielleicht total bescheuert. Aber wenn man mal überlegt, ne, LS22 wird jetzt released. Und dann gibt es einen Season Pass Year One. Das heißt, dieser Season Pass gilt ein Jahr nach Release für 3 DLCs und das Expansion Pack, was für den LS22 dann kommt. Und warum heißt der Year One? Na, weil es auch ein Year Two geben wird. Das heißt, 2023, beziehungsweise Ende 22 im Übergang zu 23 wird es Year 2 geben. Und da ist eigentlich meine Meinung, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie danach schon aufhören und schon wieder was anderes bringen. Sondern ich glaube eher, dass der LS22 mit einer der ersten LS wird, die über Jahre geupdatet und durch DLCs immer frisch gehalten werden. Ist meine Meinung. Vielleicht gibt es noch ein LS23 im nächsten Jahr als mobile Version, so für nebenbei. Zum Beispiel für den Nintendo Switch. Ja, da fehlt ja so ein bisschen was. Aber ob es da jetzt so schon so ein 24er geben wird? Mein Gefühl sagt mir momentan nö. Ich glaube eher an viele DLCs mit diesen Year 1, Year 2, Year 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was weiß ich, wie viele Jahre. Das glaube ich halt. Ne? Guten Abend, Daniel. Hi, Nils. Moin. Schön, dass du da bist. Cute Road. Moin. Grüße gehen raus. Aber besser aber als im LS19. Im LS19 klingen die Standard-Sounds der Traktoren wie Staubsauger. Die featuren einfach nur. Man hört da einfach nicht das typische tiefe Gröllen wie bei dem Case gerade. Ja, der Case ist geil, ne? Der Case ist echt geil. Immer diese DLCs, lieber gleich 120 Euro. Ja, aber der Pappenheimer, du weißt ja dann, was dann abgeht. 120 Euro kaufe ich mir nicht. Ach, da sind DLCs dabei? Nee, kaufe ich mir trotzdem nicht. Ich weiß ja nicht, welche es sind. Deswegen, den Season Pass kann man ja immer noch später kaufen. Du bist ja nicht dazu verpflichtet, ein DLC zu kaufen. Du kannst ja auch sagen, nö, keine Lust, spiel's ohne weiter. Ja, gut, Daniel. Und du? Sonntag gut überlebt? Hi, Kai, moin. Zum Erscheinungsdatum des LS22 fängt mein Urlaub an. Oh, gut, Mario, dann kann ich ja schon mal auf dich zählen, ne? Der Livestream geht heute nicht allzu lang, so noch knapp 10 Minuten. Ich gehe dann duschen und dann kümmere ich mich noch ein bisschen um meine Frau, die ist nämlich krank. Hallo Sandro, moin. Wird es auch ein BMW als Mod im LS22 geben? Ein Julian, es gibt keinen BMW-Traktoren. ETS 211, ich glaube geupdatet. ATS, ebenfalls. SnowRunner kann auch nur die DLCs wie sonst was seit knapp anderthalb Jahren. Ja, ETS 2012 ist ETS. Und seitdem nur DLCs. Das kann man hier halt auch genauso bringen. Über Updates immer die Grafik ein bisschen hochballern. Das wäre so geil. Oh, geil, Patrick. Okay, Case, natürlich sehr schön. Stappenbach. Patrick, dann solltest du am Donnerstag einschalten. Am Donnerstag sind wir im XXL My Sexen wieder auf der Stappenbach unterwegs. Kann man den LS2 mit der Day One Edition auch auf Steam kaufen? Naja, ich glaube, Steam hat nur Vorbesteller, Bonus, Glass, Settle Track.
Trackpack. Die Day One ist ja das Settle Trackpack plus den Mack Truck in Black Edition, glaube ich, war das. Ich glaube, den findest du nur online auf den ein oder anderen Verkaufsseiten. Hallo Jele, moin. Gut, wie geht's dir? Dankeschön, richtig hier aus. Sehr nett von dir. Tolle Community hier. Und vielen Dank, Leute. Komm, 400 Daumen ballern wir jetzt noch raus. Vielen Dank für 222 Abos. Hallo Finn, moin. Die Frage ist halt, der Pappenheimer, brauchen wir den Mack unbedingt? Den Mack Truck? Also ich selber habe ihn jetzt auch nicht. Gut, ich hol's mir über meinen eigenen Link in dem Sinne, ne? Ich habe ja schon 3 Versionen über meinen Link bestellt und sie an euch verlost. Am Samstag haben wir eine Alarmübung mit einer anderen Feuerwehrbrichtung auf. Geil, Daniel! Cool, viel Spaß. Ja, du hast wenigstens überlebt den Sonntag, Gott sei Dank. Merke ich mir, wenn meine PC Pro nicht den Totalschaden wäre, hätte ich dich jetzt gefragt, ob ich mit abfahren darf. Ach so, ja, jetzt ja PS4. Okay, aber die hat Totalschaden bei dir. Ja, Patrick, gerne mal kostfrei abonnieren und dann bis am Donnerstag mit dabei. Oder wie gesagt, zum Wochenende hin. Samstag wahrscheinlich eher weniger, eher Sonntag. Ja, ja, Game von ETS ist aus 2012. JR, The Ready to All Farm und die Ursifer sind beides sehr gute Maps. Ich mache das so, wenn mir die DLCs gefallen. Nachdem ich sie mir bei Patrick angeschaut habe, werde ich mal die Finanzabteilung fragen, das Konto, ob das drin ist. Und dann werde ich Patrick eine Freude machen und das über seinen Link kaufen. Dankeschön, Weizenfarm. Das wird auch nach wie vor zählen. Es wird natürlich zu jedem DLC, was im LS22 erscheinen wird, einen Unterstützer-Link auf meinem Kanal geben. Das bedeutet, wenn ihr euch nicht den Season Pass gegönnt habt, sondern einfach nur wartet, ja, welches DLC ist das? Ja, das kaufe ich nicht. Dann gibt es zu jedem DLC natürlich auch hier einen Unterstützer-Link, den ihr dann dafür nutzen könnt, wenn ihr das DLC oder das DLC holen wollt. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Fände ich aber nicht schlecht. Ja, nur das Problem, bei deinem Link bestellt man ja eine Dist. Nein. Nein, der Pappenheimer. Über meinen Link bestellst du im Giant Store. Und du bekommst sie von Giants digital per E-Mail. Jetzt schon. Also wenn du jetzt quasi auf meinen Link klickst und sagst LS22 kaufen, dann könnte es sein, dass du sogar heute noch die E-Mail bekommst. Da ist dann ein Download-Link und ein Key. Und dann kannst du pünktlich zu Release downloaden und zocken. Das ist rein digital. Mein Unterstützer-Link ist keine CD. Nein. Wer hat das denn mal behauptet? Nein, er meint mich. Ich heiße auch Patrick. Wir sind heute Namensvettern. Er meint mich mit Patrick, also Pichoco. Ne? Er wird dann meinen Unterstützerlink nutzen und sich dann das DLC kaufen, was er gerne haben möchte. Und deswegen könnt ihr euch darauf auch natürlich gefasst machen. Ich werde euch alle DLCs in aller Ruhe dann präsentieren. Los Ellie, moin. Echt? Ja, okay, dann mache ich das. Ich lasse es in der CD. Nee, der Unterstützerlink hier ist die digitale Version. Du kannst auch die CD-Version auswählen. Natürlich, du bist nicht dazu verpflichtet, die digitale zu kaufen. Es gibt einen Link, kannst dir aber auch in Ruhe angucken. Klick auf den Link, das ist die digitale. Und dann gibt es da nochmal die Möglichkeit, auch die CD-Version auszuwählen. Es steht aber genau da beschrieben, dass das die digitale ist. Ja, und dann kriegst du, wie gesagt, nach dem Kauf eine E-Mail von Giants und da ist dann alles drin. Da ist der Key drin, da ist ein Download-Link drin. Und was mein persönlicher Vorteil für euch da halt ist, was ich immer wieder sage, ihr seid nicht abhängig von irgendwelchen Lieferanten, die sich vielleicht verspäten. Weil ich bin immer wieder der Meinung, stellt euch vor, der LS22 erscheint am 22.11. in der Nacht um 0 Uhr und ihr wollt direkt loszocken. Kein Lieferant liefert euch um 0 Uhr euer Spiel nach Hause, um zu zocken. Ihr müsst dann bis zum Morgen warten. Und über meinen Link, ja, könnt ihr direkt zum Release, sagen wir mal, der ist wirklich um 0 Uhr, auf Download klicken. Der dauert dann ein paar Minuten, je nachdem, welche Internetgeschwindigkeit ihr habt, und direkt loslegen. Nix warten. Könnt ihr die ganze Nacht durchzocken. Ganz ehrlich, was will man mehr? Dude Bro, danke schön. Schön, dass ihr gefällt. Nein, Julian, es wird wahrscheinlich keine BMWs im LS22 geben. Mods? Klar, kannst du davon ausgehen, wird irgendjemand irgendwo was machen. Aber wenn jetzt BMW-Autos sind, tja. Also Giants hat zumindest nichts zugesagt, ne? Ich besorge nicht mal, ob die
ob die eine BMW-Lizenz haben. Na, also BMW-Lizenz glaube ich eher nicht, aber klar, irgendein Modder wird bestimmt was für den PC zur Verfügung stellen. Weil Konsole ist nach wie vor das Problem, es muss eine Lizenz vorhanden sein, erst dann darf man veröffentlichen. Ich wünsche mir im Alistair die Raspberry Chills und die Ravensberg als Mod. Ja, ich denke mal, dass sich die Modder das nicht entgehen lassen. Auch hier Oldschool Farm. LS17 dabei, LS19 dabei. Geht mal von aus, es ist genauso auch im LS22. Kann es euch natürlich nicht versprechen, aber man hofft es, ne? Ich muss echt sagen, ich freue mich jetzt schon wieder auf Donnerstag. Ich liebe es ja momentan echt, den Mais zu häckseln, ne? Das macht so viel, verdammt krass viel Spaß. Wirklich, Leute. So, 400 Daumen, Dankeschön, nice. Komm, gib direkt nochmal eine kleine Party hier. Kleine Party, nur klein. Seitdem der Luftfilter drin ist, zieht man fort ein bisschen mehr. Keiner, ob es mein Gehirn so denkt oder ob es wirklich so ist. Ein hochwertiger Luftfilter kann tatsächlich ein klein bisschen mehr an PS rausholen. Na? Also vielleicht 3, 4, 2. Könnte man ja eigentlich mal kurz googeln, ne? Würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren. Also es gibt ja tatsächlich, ne, bekommt man durch einen Sportluftfilter mehr Leistung, PKW. Durch einen Sportluftfilter kann der Motor mehr Luft ansaugen, ergo er bietet mehr Leistung. Denn der Sportluftfilter ist zumindest zum normalen Filter viel durchlässiger, da der Motor bekanntlich mehr Luft als Kraftstoff verbraucht, bedeutet mehr Luft für die Verbrennung auch mehr Power. Ja, tatsächlich. Ist der eingetragen? Nee, ne? Hast schon was Illegales eigentlich gebaut, ne? Hast du schon mal die Ravensberg gesehen? Ja, wir hatten auf der Ravensberg mal einen... Ich meine, wir hatten auf der Ravensberg mal einen Besuch gemacht. Da, natürlich Ellie. So, der komische Typ Game von geht jetzt so ein Pichok über Discord zocken. Alles klar. Hast du wieder was gefunden? Martin, ne, Merten, einen wunderschönen guten Abend. Die Lostberg Map aus dem 17er fehlt. Ja, die fehlt verdammt nochmal, Patrick. Die Lostberg, das ist die beste BGA, die ich jemals gesehen habe bis jetzt. Jan, moin. Muss man ein Sportluftfilter muss eigentlich geprüft sein, ja. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, du kannst nicht jeden Sportluftfilter einbauen. Das ist ein von KN. Der muss normalerweise eine BE haben. Wenn er keine BE hat, muss er eingetragen werden. Aber auch nur dann. Du brauchst ihn nicht eintragen, soweit ich das weiß, wenn er eine BE hat. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mumpitz hier. Es ist lange her, dass ich mein Auto mal aufgetunt habe. Normalerweise fahre ich jetzt immer nur noch das, was ich kaufe, behalte ich so. Ja, gut, ich schau gleich noch rüber. Janik, das ist die Oldschool Farm. Ich schaue jetzt noch kurz zu BGA. Wie gesagt, 9:30 machen wir heute aus, weil, wie gesagt, Frau krank, bisschen drum kümmern noch. Ich würde sowas grundsätzlich, also ich mache sowas grundsätzlich schon lange nicht mehr. Klar, früher, Leute, früher auch. Andere Auspuffanlage drunter, Felgen, Fahrwerk, hier Gewindefahrwerk drunter und eine Anlage rein und auch Xenonlichter und LED-Lichter und abgedunkelte Scheiben und alles gemacht, ja. Aber nee. Mach ich schon sehr lange nicht mehr. Ich kaufe einfach das Auto so, wie es da steht und fahre damit. Für mich ist es kein... Für mich ist es einfach nur noch ein von A nach B fahren. Sage ich mal so, ne? M-King, gut, wie geht's dir? Ach, sehr cool. Ja, ein bisschen was ist hier tatsächlich. Wir sind sogar schon stellenweise an der höchsten Stelle. Gut, hier muss man dann nochmal ein bisschen zurückschieben. Da liegt noch ein bisschen viel. Aber ja, es wird langsam, dass wir die BGA ans Betreiben bekommen. Wir haben nämlich mittlerweile auch zwei Radlader hier, mit denen wir dann die BGA hier betreiben wollen. Ich habe übrigens dann vor, hier noch ein paar Wiesenfelder zu kaufen. Ich wollte jetzt mal kurz gucken,
Wir haben ja mittlerweile jetzt noch 274.000 Euro. Am liebsten wäre natürlich das hier, ne? Kostet aber 2,2 Millionen. Nee, ich wollte noch ein paar Wiesen. Also das hier ist einmal ein ganz großer Favorit. Komm, das kaufen wir jetzt. Perfekt, so 231.000 Euro sind noch weg. Jetzt habe ich noch Feld 34 dazu gekauft. Ist halt auch ein großes Wiesenfeld. Da kann man schön was machen. Da kann man wirklich schön was machen. Wir hatten sogar hier die ganze Box mal voll, haben alles rübergefahren. Bei dem Golf 7R von meinem Bruder ist auch nichts mehr original und auch nicht alles eingetragen. Ja, da muss man drauf aufpassen. Klar, man geht ein Risiko ein, das haben wir früher mit dem Roller genauso gemacht, 70 Kubiksatz rein, anstatt 50 Kubiksatz und alles. Ja, müsst ihr mir nicht erzählen, kenne ich. Aber wenn ihr dann erwischt werdet, dann ist der Lappen weg. Und das, also ich bin ja auch auf meinen Führerschein angewiesen, Leute. Na, das ist wichtig. Moin Dominik, alles bestens, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Du kommst eigentlich genau richtig zu den Credits. Das Team wird jetzt hier noch aufräumen. Und ich werde euch jetzt die Credits anschmeißen. Wie gesagt, heute halbe Stunde früher. Ich gehe jetzt duschen. Und dann sehe ich zu, dass meine Frau wieder ganz schnell gesund wird. Wenn nichts dazwischen kommt, sind wir am Donnerstag wieder live. Und zwar werden wir da Maishexen weitermachen. Und irgendwo in der nächsten Zeit, zeitgemäß und zeit... Also kurzfristig wird auch das letzte GPS-Häckseln im LS19 starten. Also Roggen, Ganzpflanzensilage. Da werden wir auch noch ein großes Event veranstalten. Da werde ich sogar versuchen, endlich mal den Dedi-Server ans Laufen zu bekommen. Julian, grüß dich oder auch eine gute Nacht an dich. Und ja, dann ist es schon bald soweit. Es ist ja wirklich nicht mehr lang, Leute. Knapp 6 Wochen noch. Ja, eher sogar nur noch 5 Wochen. Dann geht's schon los. Akros M, moin, hallo Carsten. Und ja, deswegen, wie gesagt, Donnerstag und wie gesagt, denkt an dieses LS22 Event. Es wird schon der Wahnsinn. Seid gespannt, Leute. Ich werde dann noch genug Posts zu machen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall jetzt einen schönen Abend noch, Leute. Genießt sie noch ein bisschen, ne? Haut euch noch ein bisschen vor den Fernseher. Chattet noch ein bisschen, kommt auf unseren Discord-Server, wenn ihr Bock habt. Wir können da auch gerne noch ein bisschen miteinander schreiben. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend noch. Vielen Dank für 406 Daumen und 39.222 Abos. Obwohl es heute so ruhig war, haben wir trotzdem, ich glaube, 10 oder 11 Abos gemacht. Und das finde ich auch ist super, Leute. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ja... Es gab einen heutigen Kanalunterstützer, der Johannes, der wird sich jetzt über die Credits freuen, weil er da ganz ehrenhaft alleine steht. Und ja, ansonsten Leute, wir sehen uns zum nächsten Livestream. Viel Spaß mit den Credits und dann, ja, eventuell bis Donnerstag, Leute. Dankeschön, macht's gut, tüdelü und tschüss. Faster than lightning. We are the farmers.